THQ, Natsume Dream Creator. Deutsch, Power Rangers, Space Patrol, Delta. Ja Leute, damit herzlich willkommen zu Power Rangers, Space Patrol, Delta, meinem neuen Projekt, das übrigens exklusiv auf Let's Play Netzwerk läuft. Wenn ihr, die ihr auf Let's Play Netzwerk zuguckt, die anderen Power Rangers Teams in Aktion sehen wollt, dann kommt auf meinen Kanal Gigaschraubsel und seht sie euch an, denn ich habe sie alle gespielt. Legen wir erstmal los mit dem neuen Spiel. Option, erst einmal, ja, Ende, okay. Neues Spiel auf leicht, weil Dinofan hat mir eins gezeigt. Speaking emergency! Episode 0. Zerstört den Planeten Nelandia. Nachdem ich Groom ihn ausgebeutet habe, ist er nutzlos geworden. Ich habe ein neues Ziel. Die Erde. Uh-oh. Episode 1. Oh, Krybotter! Notfall für Space Patrol Delta. Ich messe anormale Energiewerte, die vom intergalaktischen Kriegsherrn Groom stammen. Blauer Ranger, grüner Ranger und Pink Ranger. Los, untersucht das. Yes, Sir! Los geht's, Power Rangers. Blauer Ranger, können Sie mich hören? Crybots sind im Lager, vernichten Sie sie alle. Bin dabei! Ja, Space Patrol Delta ist somit das schwächste Power Rangers Spiel. Drücke Arc noch in der Luft bis einen weiteren Sprung. Blabla, ja, Doppelsprung hat er sich erklärt, das ist unwichtig. Man kann auch runterspringen, wie man sieht, indem man Steuerkreuz unten dann A drückt. Hier geht das nicht. Das Spiel geht allerdings nicht so weit, dass man Groom persönlich eins auf die Fresse geben darf. Aber das Ende ist trotzdem ganz geil. Ja, dieses Projekt wird, wie gesagt, das Exklusivprojekt von mir für Let's Play Netzwerk. Aber es wird auch... Drücke die R-Taste, während die SP-Anzeige voll ist, um vor ihm ein Kraftfeld aufzubauen. Na komm, schieß! Schieß! Schieß doch! Sau! Was ich gerade sagen wollte, aber natürlich wird die Playlist auch auf Gigaschraubsel veröffentlicht, sodass auch dort die Leute das Ding sehen können. Aber richtig sehen, also auch in der Abo-Box wird man es nur auf Let's Play Netzwerk. Ist der denn dann hat natürlich so eingestellt, dass man bei mir alle Aktivitäten sieht, aber das glaube ich nicht. Ja, und warum spiele ich das Ganze auf leicht? Ich habe vorhin schon angedeutet, wenn ich jetzt Dinofunder Let's Play mal anguckt, der wird feststellen, dass seit Dinofunder die Ranger-Spiele wirklich sehr schwer geworden sind. Also gerade das große Finale, was jetzt, denke ich, demnächst online kommen wird,
Weil abgedreht ist eh schon komplett... Hey, du sollst sterben. Da sieht man, ja, das ist wirklich nicht für schlechten Eltern. Aber das Finale von Dino Thunder ist wirklich extrem geil. Muss ich auch dazu sagen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel in einem geileren Finale gehabt. Auch Let's Play technisch nicht. Da kommt nicht mehr mein Ocarina of Time Finale mit. Deine Freunde habe ich schon gefeiert. Das beste Toll Delta werde ich vielleicht so genauso feiern. Mal abwarten. Auf meinem Hauptkanal, für den mache ich jetzt ein bisschen Werbung im ersten Part, weil, weil hier eh nicht viel Spannendes passiert, wird es auch demnächst Final Fantasy 13.2 zu sehen geben. Und dann... Oh. Ja, nebenbei, wenn Dino Thunder rum ist... Dynasty Warriors Gundam 3. Habe ich gerade mal so beschlossen. Also zwei PlayStation 3 Spiele, freut euch drauf. Auf Let's Play Netzwerk, wie gesagt, läuft dann weiterhin Power Rangers Space Patrol Delta. Also hier, auf dem Kanal, auf dem es jetzt läuft. Es ist eine Gewohnheitssache, so zu reden, dass man auch wirklich auf dem Kanal ist. Der Link zu meinem Hauptkanal ist in der Beschreibung des Videos, genauso der Link zu meiner Facebook-Seite. Könnt ihr ja mal liken, wenn ihr wollt. Oder auch nicht. Geschafft! Commander Kruger, die Crybots wurden neutralisiert. Gute Arbeit, Blau. Ein Blauer! Sir, blaue trubianische Fußsoldaten sind aufgetaucht. Wir brauchen Verstärkung. Commander Kruger, die brauchen unsere Hilfe. Gut, roter Ranger, gelber Ranger, los geht's. Aber seien Sie vorsichtig. Roter Ranger, unterschätzen Sie die nicht. Die sind stärker als die Crybots. Ha, mit dem möchte ich spielen. Fertig. Jeder Ranger hat doch irgendwelche speziellen Kräfte. Tippe den A-Knopf in der Nähe der Wand mehrfach an. Du kannst dich an der Wand abstoßen, um höher zu springen. Ah, cool. Wie gesagt, jeder Ranger hat auch spezielle Kräfte. Also ich glaube, Jack, das ist hier der Rote, kann durch... Aua. Durch Wände durchgehen. Sid, das ist der Pink Ranger. Die kann... Was kann die nochmal? Eigentlich, die kann ihre Faust oder auch, glaube ich, sogar ihren ganzen Körper jedem Material anpassen, das sie zu fassen kriegt. Ja, Sky, der Blaue, hat man eben gesehen, der kann ein Schutzschild machen. Ah, genau, hier, drücke die R-Taste, um Hindernisse zu durchqueren. Ich gehe einfach durch. Das war's jetzt, du Vogel. Ah, hier ein bisschen aufpassen, dass unten bestimmt noch mehr so Dinger. Genau. Und jetzt hoch. Oh! Oh! Fies. So, gibt's hier unten irgendwas zu heilen vielleicht? Yep. Wo haben wir stehen geblieben? Ach, richtig. Z, der gelbe Ranger, was kann der? Also sie, vielmehr, ist ja nur sie. Ich glaube, sie kann sich vervielfältigen. Und wie heißt der letzte? Bridge? Das ist der grüne Ranger. Was der kann, weiß ich nur wirklich nicht mehr. Keine Ahnung. Ich glaube, der kann Auren oder sowas spüren in der Serie. Aber was er im Game kann? Pff, don't know. Jetzt reißt du Wichser! So. Geschafft. Alles klar, Commander. Groom wird sich beim nächsten Mal schon mehr Mühe geben müssen. Na klar. Jawohl, der rote Ranger ballert los und... Kawusch! Mann, braucht der lange. Bams! Blauer Kribotter vernichtet. Boom!
Episode okay. Episode 2. Ach du Scheiße, ich will mal gern. Ich würde gerne mal speichern zwischendurch, Leute. Da ist ein Monster. Leute, an der Stelle mache ich mal einen Cut, weil sonst wird das Video zu lang. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder an der Stelle. Bis dahin. Das war Gigaschraubsel auf Let's Play Netzwerk. Danke fürs Zuschauen. Besucht meinen Hauptkanal. Würde mich freuen. Danke. Tschüss. Hallo liebe Let's Play Netzwerk Freunde und herzlich willkommen zurück zu Power Rangers Space Patrol Delta. Zu euren Rangers. Zalimont ist dabei, die Stadt zu zerstören. Grüner Ranger. Nehmen Sie den grünen Delta Runner und fangen Sie ihn ab. Ich bin dran. Naja, eigentlich eher drin. Pass auf, Zalimont, du wirst geröstet werden. Vielleicht gibt's Eier mit Speck. Oh. Ja, die Delta Runner. Grüner Delta Runner Einsatz. Grüner Ranger, Sie können später ans Essen denken. Die Laserkanone des Delta Runners kann jeden Angriff abfangen. Lassen Sie ihn nicht die Stadt zerstören. Ach ja, die Stadt. Okay, Boss. Oh nein! Nicht die Kacke! Boah, das ist hier dieses Space Invaders für arme Leute. Space Invaders für arme! Yeah, Space Invaders für arme! Boah! Das ist so schwul, weil du musst genau abpassen, wo diese scheiß Rakete ankommt. Bam! Kaboom! 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 Oh shit! Bam, 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 bam! Bam, 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 bam! Oh, bam, 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 bam! Ah, fuck! Geschafft! Naja. Commander, ich konnte seine Aufmerksamkeit von der Stadt ablenken. Fürs Erste. Aber leider hat ein Gebäude dabei Schaden genommen, weil ich zu doof war zum Zielen. Tut mir leid. Ja, macht nichts. Trotzdem sehr gut gemacht. Power Rangers, das ist unsere Chance. Holen Sie ihn sich. Ja, Sir. Gelber Ranger, die Stadt wird von Crybots angegriffen. Halten Sie sie auf. Schon dabei. Ah, das ist jetzt übrigens Zed. Also hieß die, genau, die beste Freundin von Jack. Man kann es kaputt machen, aber nicht draufstehen. Das ist auch sehr intelligent. Ich kann keinen Doppelsprung. Oh, toll. Drücke das Steuerkreuz und den unten und den B-Knopf, um durch Vorwärtsrollen ihrem Angriff auszuweichen. Der Pink Ranger beherrscht dieses Manöver ebenfalls. Toll. Unnötig. Warum kann man da auch, wenn es da nichts gibt? Das sind alles so Kleinigkeiten an dem Spiel, die leider ein bisschen stören. Denn das hat Dino Thunder bedeutend besser gemacht. Da gab's da immer was zu finden. Um dich kümmere ich mich gleich. Da gab's da immer irgendwas zu finden. Dino-Münzen. Ein Dino-Münze. Oder auch mal ein Gegner. Aber hier? Du schießt nicht, du Penner. Ja, ich nenne die gerne Penner, weil es... Boah, wie ich diese Idioten hasse. Na, hä? Damit hast du nicht gerechnet, du Krüppotter, du Blechhaufen. Oh, es hat er gerade irgendwas gesagt und ich hab's nicht mitgekriegt. Entschuldigung, das war nicht geplant. Ist mir ein Dino Thunder, glaube ich, auch mal passiert. Wollte der schwarze Ranger irgendwas erklären und ich habe ihn dann gemutet. Naja. Aber hat schon seine Gründe gehabt. Die ganzen Erklärungen, das sind in jedem Spiel sowieso immer die gleichen. Ob es jetzt die Dino Thunder ist, ob es Space Patrol Delta ist, es ist immer das Gleiche. So. Soll sie ja alle aufhalten, machen wir doch alle platt. Nur gibt es hier keinen Zähler, wo man ansagt, wie viele ich eigentlich platt zu machen habe. So einfach nur, ja, bis zum Ende rennen. Ist ja auch so ein bisschen schade, dass man eben im Gameplay versucht, was Neues zu machen, und man diese Delta Runner Level einbaut, aber an und für sich ist es eigentlich ein, wow, ein Schritt zurück. Uah. Na, gelitten? Ah, hey!
Ich arbeite bei der Polizei. Stehen bleiben! Ich hab gesagt, stehen! Hilfe! Bleib jetzt hier! Hallo, ich bin für das Space Patrol. Stehen bleiben! Ha! Aua! Aua! Ah, oh. Aua! Was zur Hölle soll ich hier eigentlich machen? Au! Ah, jetzt! Oh Gott! Mann, geschafft! Alles klar, Commander. Auf gar keinen Fall werden die mich dran kriegen. Auf gar keinen Fall. Zurück zur Basis. Wir messen Crybots in diesem Gebäude. Irgendwas geht hier vor sich. Pink Ranger, gehen Sie hinein und kümmern Sie sich um sie. Ja, den, also Sid kann ich jetzt nicht unbedingt synchronisieren, weil ich weiß nicht, wie ich die Stimme noch verändern soll. Ich kann die weiblichen Stimmen nicht so gut. Drücke die R-Taste, um deine Hand in etwas Metallisches zu verwandeln. Außerdem kannst du vorwärts rollen, den du schon, das wissen wir ja schon. Metall! Boom! So. Ich mag Metall! Bup. Bup, 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 bup. Bup, 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 bup. Kann man einen Sound draus machen? Yeah, bup, 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 bup. Yeah, bup, bup, bup. Bam, so. Die Spezialfähigkeiten finde ich schon cool. Die haben sie in Dino Panda leider vergessen. Mit Connors Supergeschwindigkeit, Ethans Panzerhaut und Kiras Superschrei. Das war alles ja cool gewesen. Aber man kann nicht alles haben. Das Spiel war trotzdem das Beste. Power Ranger Spiel, bislang eines der besten Action-Spiele überhaupt, wie ich finde. Und warum Space Patrol der schlechte ist, das werdet ihr am Ende erfahren. Im Fazit. Oh, la 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 la. Schnarch. Ich hätte auch normal spielen sollen. Na egal. Herzchen, brauche ich aber nicht. Hep, Bams. Bams, Bams, Bams. Nein, ist natürlich noch ein Grund, warum ich das hier auf leicht spiele. Ganz einfach, da die richtig harten Sachen auf meinem Hauptkanal kommen. Aber auf dem Netzwerk muss es auch noch schwerere Sachen geben. Habe ich schon in Planung. Hehe. Freut euch mal drauf, wenn das hier vorbei ist. Was ich dann versuchen werde. Es ist bekloppt, aber ich werde es versuchen. So. Weg mit euch. Ah, das ist der Sitzungssaal, ja. Und gleich kommt wieder. Geschafft! Episode vollständig. Oder so ähnlich. Gibt, glaube ich, auch nur 6 Episoden. Unterteilt in jeweils 2 Abschnitte, glaube ich. Aber ich weiß es nicht genau. Ich wusste es mal auswendig, aber schon lange her. Ich habe Space Patrol Delta nur 2 oder 3 Mal durchgespielt. Aua. Zu der Zeit habe ich Dino Thunder immer noch tot gesuchtet. Schon wieder so ein blauer trubianischer Depp. Bleib liegen. Hast dir eh nichts zu melden. Geschafft. Oh Gott. Alle Bots sind vernichtet, Commander. Aber, bah, ich stinke. Ich gehe erst einmal duschen. Ja, einverstanden. Das haben sie sich verdient, Pink Ranger. Vorsicht, Roter Ranger. Salimond ist irgendwo in der Nähe. Ja, und? Das ist mir doch scheißegal. Den mache ich platt. Au. Schieß. Hast gedacht, ich wäre doof, hä? Ja, Pech gehabt. Hepsa. Oder auch nicht. Das einzige wirklich geil an SPD finde ich ja eigentlich, also am Spiel, dass die Ranger Suits, die bei Dino Thunder auch wirklich klar zu unterscheiden sind. Das finde ich cool. Lang, lang, lang. Bei Time Force war es ja eigentlich. War es, ja gut. Lag an der Grafik wahrscheinlich, dass es nicht so gut zu unterscheiden war. Und außer von den Farben her natürlich. Bei Wild Force war es ja ganz schlimm. Also das Spiel
Muss ich noch überlegen, wie ich das einordne. Da fehlen ja noch ein paar Folgen, die Specials mit den Levels, die wir übersprungen haben. Oder beziehungsweise, wo wir auswählen durften, wo lang wir gehen. Ihr seht schon, was hier ein bisschen das Problem ist. Ihr habt nicht wirklich einen Anreiz, das Spiel in 2 Jahren nochmal durchzuspielen, weil es gibt kein 100% oder sowas, was ihr erreichen könntet. Einerseits bei Dino Thunder, wo es wirklich auch noch den Punkt gibt, sammelt alle Dino-Münzen, kriegt die richtige Punktzahl und schließt das Level perfekt ab und holt den A-Rang. Das gibt es hier einfach nicht. Hier gibt es nur die Level schaffen und das war's. Das ist leider so ein bisschen schade. Das ist ein verschenktes Potenzial, so eine Rückentwicklung. Klar, du hast die Delta Runner Level. Und du hast... Und du hast noch Megazord Level zwischendurch. Aber... Das ist jetzt keine große spielerische... Entwicklung, sodass man jetzt sagen müsste, boah, das ist jetzt mega geil. Grafisch ist es ja ähnlich wie Dino Thunder. Jetzt sind wir übrigens hier bei Dingsbums Motte. Okay, den können wir nur mit... Den können wir so nicht besiegen. Au. Au. Hey, sag mal! Oh. Ah! Puh. Ah! So, geschafft. Salimot, du wirst der Zerstörung der Stadt beschuldigt. Zeit für ein Urteil. Komm schon, wir müssen uns beeilen. Urteilsmodus und du bist... Unschuldig. Was? Ah ne, schuldig. Ja! Doppel-Stelter-Kanonen-Strahler-Dingsbums-Attacke. Irgendwie, wie hieß das Ding so? Yeah! Episode, okay! Episode 3. Ach man, ich hasse, dass man hier nicht direkt überspielen kann. Menschen sind die größte universelle Energiequelle. Ich brauche mehr Menschen. Ah ja. An der Stelle wie immer, Leute, Cut und bis zum nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen, euer Schaufel. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Power Rangers Space Patrol Delta, liebe Let's Play Netzwerkfreunde. Die letzten beiden Tage war es etwas ruhig von meiner Seite, aber jetzt geht es dafür umso besser weiter. Ich kriege heute 3 Folgen Space Patrol Delta. Also, fangen wir an. Rangers, wir haben ein neues Problem. Ein Wesen namens Renix hat Menschen in Schleim verwandelt. Ekelhaft. Wie es scheint, nutzt Drew diesen Schleim als eine Art universelle Energiequelle. Eine Probe davon wird gerade im Labor analysiert. Rick ist programmiert worden, dem Schleim zu folgen. Ihm nach, Rangers. Na, der Junge. Oh Gott. Rangers, Labor berichtet von einer Mutation im Schleim. Es scheint zu schrumpfen. Wir müssen die Quelle finden, bevor uns keine Zeit mehr bleibt. Ja, Sir! Mario Kart für Arme! Juhu! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh Gott! Ah! Nicht bremsen! Wir haben noch 2 Minuten 47 Zeit! Ich bin Rick, ich bin... Ah! Oh Gott! Wer denkt sich so eine Scheiße bloß aus? Mein schön für die Abwechslung, aber... Nee, muss doch nicht sein! Nicht in einem Power Ranger Spiel, Mann! Aber schön... Ah! Schön einfach eigentlich bisher, wenn man aufpasst. Hep! Hep! Wuff, wuff! Ja. Was kann man dabei jetzt Spannendes erzählen? Eigentlich gar nichts, ne? Oh, wir sind abgebremst worden. Scheiße.
gab's ja in Space Patrol Delta selbst tatsächlich auch. So eine Szene, wo Rick wie bekloppt durch die Gegend gerannt ist. War, glaube ich, sogar in der Folge mit dem komischen Nashorn und dem Schleim. Hupsa! Hupsa! Also grafisch ist es ja wirklich extrem schlecht, selbst für Game Boy Advance-Verhältnisse. Autsch! Wie fies! Soll man denn drüber... Oh, wow! Wow! Da, schnarch. Schnarch. Hui. Oh, geschafft. Oh Gott. Wuff. Kruger, bitte komm. Ich kann eine Art Eingang sehen. Roger. Rangers, wir haben Renix Energiemuster hinter diesem Eingang entdeckt. Los, Ranger. Yes, Sir. Gelber Ranger, erkunden Sie diese Höhle und melden Sie sich, sobald Sie sicher sind. Weil es sicher ist. Ja, gemacht. So, blöder Roboter. So. Wart ihr eigentlich alle gegen ACTA demonstriert? Ich? Aua. In meinem Fall war es. So. War zwar scheiße kalt, aber notwendig. Hab ja auch gerade. Zwei Videos müssten online sein. Aber das zweite ist, glaube ich, nicht hier online, das ist nur bei mir auf dem Kanal. Der kleinen Erfolgsmeldung zu verzeichnen war. Ich bin ja mal gespannt, ob die Demonstrationen was gebracht haben. In dem Sinne, dass die Regierung vielleicht sich dazu entscheidet, das Ganze komplett abzublasen. Weil bislang heißt es ja einfach nur, ja, auf Eis gelegt ist erstmal, aber kommt schon noch, ne? Also, ne? Werden es jetzt nicht gleich ganz abblasen. Das ist schon so eine Aussage. Ja, macht im gewissen Sinne fröhlich, im anderen Sinne macht es aber auch wieder traurig, weil man einfach nicht sagen kann, wir haben es geschafft. Weil wir haben es noch nicht geschafft. Wir sind nur einen Schritt weiter als vorher. Naja, warten wir es ab. Ich persönlich glaube ja, dass ACTA in der Form, wie es momentan ist, sowieso nicht durchgekommen wäre. Ich fürchte, dass es in einer anderen Form, vielleicht unter anderem Namen, irgendwie durchgesetzt wird. In der abgeschwächten Form sicherlich, aber ich befürchte einfach mal, nennt mich da durchaus pessimistisch, dass wir es nicht komplett verhindern können. Ein Gesetz dieser Art wird es irgendwann geben. Da kommen wir wohl nicht drum rum. Dafür ist unsere Regierung viel zu sehr mit den einzelnen Konzernen verstrickt, also viel zu lobbyistisch angehaucht. Kein Problem, Commander, die Höhle ist sicher. Gut gemacht, kommen Sie zurück. Grüner Ranger, Sie müssen den restlichen Schleim in der Höhle einsammeln, wir brauchen ihn. Ja, wird gemacht. Ich bin Bridge und ich mag meinen Toast gerne sehr butterig. Weil ich ein Trottel bin und alles 20 Mal sage und erkläre, sodass es kein Mensch versteht, aber egal. Drücke die R-Taste, wenn du Dinge untersuchen möchtest. Während du in der Luft bist, kannst du durch den Drücken des A-Knopfes einen Doppelsprung ausführen. Hey, cool. Oh. Ah, nach unten. Verstehe. Geh mir aus der Sicht. Ja, Leute, Bridge ist wirklich der Charakter, den ich am meisten gehasst habe in Space Patrol Delta. Am Anfang war er ja witzig, aber irgendwann geht an seiner Art und Weise nur noch auf den Sack. Also im tragenden Sinne, ne?
Und der Menschen geht sowas auch ganz schnell falsch verstehen. Ja. Ah, das freue ich mich. Wir haben heute Sonntag. Ich habe die beiden Karnevalssitzungen bei uns im SC über den Haufen gekriegt. Würde mich auch mal interessieren, was haltet ihr eigentlich von Karneval, Leute? Ich hab's ja mal in meinem Let's Battle Kniffel angesprochen. Aber hab da auch, glaube ich, ein eigenes Video zu versprochen, was ich auch noch nicht gemacht habe. Also, liebe Let's Battle Netzwerk-Zuschauer, was haltet ihr von Karneval, Fasching, Fasernacht, whatever? Ich persönlich halte nichts davon. Meines Erachtens kann man den Schrott auch verbieten. Ich meine, was ist daran so toll, sich zu verkleiden, sich zum Affen zu machen? Jetzt mal ernsthaft, kann mir das irgendeiner erklären? Ich meine, okay, ich musste an den beiden Sitzungen arbeiten, weil es Pirat verkleidet, aber... das war mehr gegen meinen Willen. Das ist ohnehin sowas Bescheuertes, verkleiden. Kinder können das machen, ja, aber keine erwachsenen Menschen, mal im Ernst. Naja. Wer es braucht, wer es mag, der soll es tun. Aber mich am besten in Ruhe lassen damit. Wo ist denn jetzt der kackletzte Behälter, verdammte Scheiße hier? Ich krieg da. Und jetzt? Wo muss ich denn jetzt hin? Auch geil. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Hallo? Hallo? Kann man einen grünen Ranger sagen, wo er hin muss? Der hat nämlich keine Ahnung. La 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 la, ich gehe ganz runter, wunderbar. Ich komme hier nicht weiter. Tralalalala. Ah, da. Ich gehe mal nach links und treffe Krybotter. Krybotter. Essen keine Butter. Entschuldigung. Ah, Remax! Ach, Scheiße. Ach so, ich dachte schon, ich krieg jetzt irgendwas Besonderes. Nein, ich krieg jetzt eine Idiotentruppe. Oh. Hier geblieben, Nashorn. Geschafft! Oh Mann, ich bin mit Schleim überzogen. Toll, einfach toll. Grüner Ranger an Kruger. Ich habe den ganzen Schleim mitgebracht. Achtung, blauer Ranger, es ist Remax. Kein Problem, ich bin Sky. Ich bin der Beste von allen. Ich aua. Werde sie mir schon schnappen. Eigentlich hätte ich ja der rote Ranger sein sollen, so wie mein Vater, aber egal welche Farbe ein Ranger hat, die Aufgabe ist immer die gleiche. So. Aha. Hey. Bleib liegen. Musik wird eigentlich überhaupt nicht dazu ein, mitzumachen, aber ich suche trotzdem ein bisschen mit. Hey, ja, bleib doch auch da. Hallo. Mann! Geht mal auf den Keks, ihr blauen Trottel! Ja, auf meinem Kanal ist, wie ich schon mal erwähnt habe, der ganze Rest der Power Rangers Bande zu sehen, angefangen von Power Rangers The Movie, mein allererster Let's Play. Über Mighty Morphin Power Rangers, The Game, Power Rangers, Time Force, Wild Force, Ninja Storm und Dino Thunder. Habe ich so ziemlich alles gespielt. Power Rangers Samurai wird auch noch folgen für die Wii. Allerdings mache ich nach Space Patrol Delta auf Let's Play Netzwerk erstmal eine Ranger Pause. Was ich auf dem Let's Play Netzwerk hochlade nach dem Space Patrol Delta Ranger, weiß ich noch nicht. Aber es wird bestimmt was ganz Tolles sein.
meinem Kanal läuft ja jetzt auch gerade Final Fantasy 13 2, falls es jemand interessiert, in wirklich guter Qualität. Also ich habe extra viel, ich habe ein bisschen was investiert, um meine Qualität zu steigern. Aua. Also ich kann sie auf der PlayStation 3 spielen. Die bekanntermaßen nicht ganz so einwandfrei zu grabbern, capturen ist. Aber ich denke, ich kann mir jetzt ganz gute Qualität liefern. Hey, ein Special Delta Symbol, cool. Hey, du! Ich hab... Gelitten? Gelitten? Hallo? Aua! Hat der gelitten, der Vogel? Hau ab, hau ab, hau, hau ab! Verschwende, Renex, ich hau dir sonst die Schnauze! Ein Laserschild! Na, sind wir feige, Renex. Aua! Okay, du hast mich getroffen, du hast gewonnen. Ich gebe auf. Hier, mach mich platt. Trottel. So, geschafft. Renex, du wirst der Vernichtung menschlichen Lebens beschuldigt. Zeit für die Anklage. Nein, aber ich hab doch nur verdammte Space Patrol! Hundekanone! Irgendwie so hieß das Ding. Kabusch, und weggesagt. Yeah, Episode, okay. Ich mache übrigens keinen Schnitt, Leute, es geht direkt weiter. Yeah, mehr Diamanten. Mehr Diamanten! Das ist ein krankes Vieh. Okay. Ja, es gibt Hinweise, dass... Was für ein Ding? Ringbar, ah ja. Ringbar, die Diamanten gestohlen hat. Die Diamanten geben ein Energiemuster ab, das wir bei einer Lagerhalle aufspüren konnten. Los geht's, Rangers. Wir kümmern uns darum. Was anderes habe ich nicht erwartet, Roter Ranger. Das ist immer euer Job. Also, Roter Ranger, diese Krybotter dürfen nicht entkommen. Erledigen Sie sie alle. Kein Problem, Kruger. Den mache ich platt, den komischen Roboter. Ich bin auch der Einzige, der hier ohne Schwert kämpft, der mit der Faust sich kaputt macht. Ne? Ich hab's halt drauf. So, ich bin eben der rote Ranger. Ranger. Das ist ein Arschloch. Und Krybotter, dumme Sau. Die Musik ist ätzend. Ich kann da nicht mit so. Die Musik ist einfach nur ätzend. Mann. Gott. Ich hab das damals auf dem Gameboy immer ausgehalten, ey. Da wird man ja bekloppt, wird man da. Da kriegst du einen Rappel, du. Ach ja, dann noch mit dem Thema Karneval, richtig? Was kann ich dazu noch erzählen? Wenn man irgendwas zu erzählen zu haben, weil die eh nicht spannend ist, auf dem Bildschirm gerade. Naja. Achso, ich soll euch ja alle vernichten, ne? Ja, blöd. Hey, Krybotter. Damit auch ja keiner hinterher sagen kann, der hat zu wenig Prügel eingesteckt, ne? Nee, aber... Ach richtig, ihr könntet ja... Genau, ihr könntet auch mal zu Karneval gehen, Krybotter. Ihr müsst euch nicht mal verkleiden. Ihr seid so schon hässlich genug. ja. Du sollst da hoch, Mann. Boah, Jack, du Loser. Sind ja wirklich extrem hässliche Menschen, die Karneval feiern. Also was ich an unserer Sitzung da gesehen habe, an Menschen, die waren teilweise hässlich. Das grenzt schon an Körperverletzung, an Erregung öffentlichen Ärgernisses. Immer ohne Witz. Dann immer dieses Gesaufe drumherum. Denn nichts Schlimmeres als besoffene Menschen. Naja, egal. Hilft allerdings, sich drüber aufzuregen. Wir können es ja doch nicht verhindern. Auch in 10 Jahren wird noch Karneval gefeiert werden. Leider Gottes. Wobei, der hat damit ja nichts zu tun.
eine nicht existierende Persönlichkeit dazu zur Verantwortung ziehen zu wollen. Warum kann ich da durch, wenn ich oben drüber gehen kann? Also, schwachsinnig. Schwachsinniges Level-Design. Und außerdem habe ich auch keinen Counter in der Ecke oben rechts, weil ich wissen müsste, wie viele von den Idioten ich eigentlich platt machen. Achso, da kommt... Achso. Okay, er kommt zu dem Herz. Ja, brauche ich nicht. Aua. Aua. Fall um und stehe am besten nicht wieder auf, Trottel. Wusste ich, dass da noch einer kommt. Das war so vorhersehbar. Oh, jetzt reicht's. So. Mann. Die Blauen sind echt nervige Gegner. Na gut, war ja auch der erste Bossgegner. Wenn man das Bossgegner nennen möchte. Oh. Schnarch. Haben wir es jetzt geschafft. Wuhu. Alle erledigt, Commander. Die kommen jetzt... die entkommen gar nicht mehr. Die entkommen jetzt gar nicht mehr. So. Ach nee. Grüner Ranger, bitte komm. Sie müssen die Diamanten sicherstellen. Wird gemacht, Doggy Kruger, Commander, Sir. Ich habe einen Diamanten gefunden. Komm, hochgesprungen und wehr dich nicht gegen dein Ende, du blöder Krümotter. So. Ich suche Diamanten und ich werde sie jetzt finden. Da ist doch bestimmt noch ein Diamant drunter. Diamant. Sag ich doch. Wir haben 8 Diamanten, die wir noch finden müssen. Oh, toll. Irgendwas sagt mir, ich hätte nach rechts gehen sollen. Erstmal. Na egal, wir haben ja schon wieder einen gefunden. Ah, ich freue mich, wenn ich das Spiel durch habe. Dann kommt die Ranger Pop. Du sollst da hoch, Mann! Ah. Halt. Da hoch. Noch 5 Diamanten. Geht's denn dahin? Ach, nach oben. Ein Diamant. Frage, wie kommt ein Diamant hier hoch? Dieses Monster muss reichlich dämlich gewesen sein. Aber egal. Das ist die Fasching. Ich sollte aufhören, mich darüber aufzuregen. Ich meine, Fasernacht in Köln, also Karneval in Köln, das mag ja noch ganz witzig sein, aber... Ja, ich lasse es einfach. Ich lasse es. Oh, Depp. Achso, ups. Wollten Diamant, keinen hässlichen Metallklumpen. Ich bin geil auf Diamanten. Und nicht auf Stahlklumpen. Mann, ey. 4 Stück noch. Da, ein Diamantklumpen. Super. Da muss ja eins sagen, also gameplay-technisch hat man sich ja schon an Dino Thunder orientiert, aber ich weiß nicht. Ich werde es am Ende beleuchten, warum ich Space Roll Delta für einen der schlechtesten Power Ranger Spiele überhaupt erachte. Und ich glaube, dass nicht alle damit konform gehen werden. Aber, abwarten. Ich hasse euch schießende Typen, Mann. Kauft euch ein Leben, kauft euch Freunde. Noch 2! Noch einer! Komm schon, der ist jetzt hier rechts, oder? Der letzte. Da ist er. Ach! Mann! Ich brauch doch keine Sau, du blöder Roboter. Komm ich hier irgendwo hin, wo es einen Diamanten gibt? Nee, so eine Abkürzung. Okay, da. Runter, runter. Ah, ich sehe schon. Hier kommt man dann später durch mit aller Hand. Und da kommen wir her. Also hier rechts war dann nichts. War denn der bescheuerte Diamant? Da oben, da ist er. Ich sehe ihn.
Ja, wie komme ich da jetzt? Da könnte er auch sein. Na toll. Also, ich muss den Gang in der Mitte geben. Hier. Was ist denn da? Ach so, noch so ein Depp. Okay. Tschüss. Och nee. Ein immer wiederkehrendes Spielelement in allen Power Rangers Games. Übrigens fällt euch das auf, Leute. Achtet mal genau auf den Ranger. Jetzt ist der linke Arm schwarz. Jetzt ist der rechte. Es ist wahrscheinlich ganz einfach zu programmieren gewesen, dass... Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Dass immer der richtige Arm schwarz ist. Nein, sie machen es einfach. Sie spiegeln das Ganze einfach. Technisch schlecht umgesetzt. Ich meine, gut, es fällt eigentlich nicht auf, wenn man nicht genau darauf achtet. Aber ich bin einer, der achtet gerne auf sowas. Oh, geschafft. Ich habe alle Diamanten gefunden, Commander. Das war knapp. Gute Arbeit. Gelber Ranger, wir haben Ringbar aufgespürt. Er ist ganz in der Nähe. Seien Sie also wachsam. Kein Problem, Commander. Ich mache den Typen Platz. Oder das etwas. Ja, wie auch immer. La la la. Ringbar, Ringbar. Der Rumba-Affe, der Ringbar-Affe. Das erinnert mich an der Dino-Fanta-Folge. Nur geträumt heißt die, glaube ich. Der Rumba-Affe, von dem Eve träumt. Das war eine witzige Folge. Ich oute mich hier gerade voll als der Power Rangers-Suchti. Aber ich gebe es zu, ich gucke das gerne. Ich gucke diesen Schwachsinn gerne. Ja, ich sage, explizit ist es Schwachsinn eigentlich. Aber es macht einfach ungeheuer viel Spaß. Stimmt. Die Weiber können ja keinen Doppelsprung und keinen Mannsprung. Finde ich auch ein bisschen blöd, dass die Doppelsprung und Mannsprung nur bestimmte Ranger können. Und der Rest nichts. Dafür können die sich hier, wie war das? Rollen. Wow, ist ja auch voll der geniale Ersatz. Ich kann nicht rollen. Tolle leere Kiste. Wer baut bitte schön eine leere Kiste dahin? So, liebe Entwickler, wenn ihr schon eine Kiste dahin wollt, macht doch irgendwas rein. Und wenn es nur ein Gegner ist, der man verkloppen darf. Einfach irgendwas da reinbauen. Erlegen. Nicht bauen. Legen. Hey. Gute. Herzchen. Sehr schön. Und da ist dann nichts drin. Oh. Ihr seid so unglaublich gar nicht witzig. Na, wobei, ich muss gerade sogar noch mal revidieren. Space Patrol, der ist gar nicht der schlechteste aller Power Rangers Spiele. Sondern das ist ja immer noch Time Force. Was zwar Spaß macht und auch vor allem Dinosaurier-Level sehr fordernd ist, das aber ein absolut beschissenes Ende hat. Ich bin schlauer als du denkst, du Idiot. So. Ach, da seid ja nur ihr. Ist ja nur die Loser-Truppe. Na dann. So. Noch einer. Noch ganz viele von denen. Andere Seite gehen. Geschafft. Commander Kruger, Ringbar ist gerade abgehoben. Er scheint etwas vorzuhaben. Notfall für Space Patrol Delta. Das Dock wird von Ringbars Riesenroboter Zahadan angegriffen. Lenken Sie mit dem Delta Runner ab. Commander Kruger, Ringbar ist gerade abgehoben. Er scheint etwas vorzuhaben. Delta Runner Einsatz. Delta Runner...
Roter Ranger, wir werden angegriffen. Sie müssen es dorthin schaffen, bevor die Zeit abläuft. Alles klar, Johnny. Delta Runner Level. Oh nee. Noch so ein Mario Kart für ab. What the fuck? Yeah, driften. Klar. Ich bin jetzt mal Knight Rider für Arme. Turbo Boost! Los, Kid! Juhu! Yeah, 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 boom! Yeah, Power! Turbo Boost! Turbo Boost! Turbo Boost, hab ich gesagt, Idiot! Ach, Mann. Kasse klemmt! Scheiß Konstruktion! Boah! Uiuiui! Mama mia, Raketenauer! Rakete! Mann, ey! Ich bin der rote Ranger, geht mal aus dem Weg, scheiß Geisterfahrer! Treffer! Semma! Ich glaube, den Raketen bitte schön vernünftig ausweichen, weil man noch Autos ausweichen muss. Komm schon, gib Stoff, roter Ranger, Turbo Boost, ui. Geh mir aus der Sicht, du Auto, du. Ja! Rakete, Jump, Jump, Jump. Fahr. Wenn wir zu langsam sind, trifft uns der Depp mit seiner Rakete. Aua. Ja, ich hasse Raketen, die sind scheiße. Raketen sind Mist. Jawohl, Raketen sind übelst der Mist. Dieses Mario Kart für Arme nervt ganz gewaltig. Ich hasse es, Mario Kart für Arme. La 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 la, ich war kein Bock mehr. Ja! Mann! Hört aber auf mit der Scheiße, ey! Ich hab... Oh Gott, musst du einen Scheißtag haben! Und ihr vor allem! Oh Gott, ey! Wer denkt sich so eine Scheiße bloß aus? Mann! Ah! Hilfe! Wann hört diese Scheiße auf, Mann? Dieses Ding lässt sich so gut steuern wie ein Panzer! Ah, gut. Gott! Rangers, es ist unsere Pflicht zu dienen und zu beschützen. Sahadans Zeit ist gekommen. Our Rangers, wir wandeln euch in den Megasort. Jawoll! Bams! Bums und... Klack! Oh! Space... wie heißt das Ding? Delta Patrol Megasort oder so. Ist auch scheiße. Ach du. Wie geht das jetzt? Erklärung? Ach so, bam! Hier! Pizza! Aua! Geschafft! Zerhadan, du und Ringbar werdet der mehrfachen, mutwilligen Zerstörung beschuldigt. Zeit für die Anklage. Hehe. Klack, Kanone, Einsatz. Episode, okay. Episode 5. Ein Roboter, oh nein. Mora möchte ein neues Püppchen zum Spielen haben. Maesra, schrumpfe die Menschen, damit sie möglichst viele zur Auswahl hat. WTF? Wir haben ein großes Problem, Rangers. Es gibt Berichte, dass Gebäude der Stadt wegen eines Riesen verschwinden. Rangers, nehmt den Delta Runner und untersucht das. Keine Sorge, Sir. Wir finden heraus, was los ist. Schon wieder Delta Runner Level. Delta Runner Pink. Pink Ranger. Die Zivilisten fallen in Panik. Sie müssen vor den ersten Wagen kommen, bevor es einen Unfall gibt. Bringen Sie die Situation unter Kontrolle, bevor die Zeit abläuft. Ich kümmere mich darum. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Delta Runner Level hasse wie die Pest?
Kann das Ding auch springen? Oh ja, klar. Es hat auch einen Turbo Boost. Leute, nicht in Panik geraten. Hier ist die Space Patrol Delta. Ich befehle euch, stehen zu... Aua, bleiben. Wer baut eigentlich Straßenschilder, die so groß sind wie Sorts? Und warum sind die Autos so groß wie Sorts? Liebe Entwickler, auf Größenverhältnisse achten. Danke. Stoppschilder so groß wie Sorts. Ist klar. Also die Delta Runner Level sind wirklich ein Teil des Spiels, der mir wirklich richtig nicht gefällt. Wenn ansonsten das Spiel auch nicht wirklich viel falsch macht. Die Delta Runner Level sind einfach nur zum Kotzen. Aber Mario Kart für Arme war vorhin nicht richtig bezeichnet und dann müsste einfach F-Zero für Arme. Vom Grafikstil hier passt das am ehesten. F-Zero vom SNES und das hier ist die Version für Arme davon. Hätte man deutlich mehr draus machen können, deutlich geilere Level draus machen können. Hat man aber leider nicht. Nur das hier, was ihr aua serviert bekommen. Und der Gelbe nimmt auch richtig schön Schaden. Man sagt, man soll vor den ersten Wagen kommen, aber bislang kommen mir nur alle entgegen, aber keiner haut ab. Keiner fährt in dieselbe Richtung wie ich. Ja, genau. Wie soll ich denn da bitteschön? Wow. Ja! Hey, jau, jau! Oh Gott. Gecheatet, der hätte ich eigentlich treffen müssen. Boah. Ich fahre durch die Gegend und springe durch den Klopter. Und aua! Ich habe einen Menschen getötet, denn er ist mit seinem Auto in mich rein. Das ist das erste Auto. Ich muss vorerst kommen. Turbo Boost bereit machen, Kid! Oder wie auch immer man dich nennt. Delta, Runner, Pink. War gar nicht vorher, ich bin eigentlich gescheitert, aber egal. Commander Kruger, die Panik ist vorbei, die Situation ist unter Kontrolle. Ich habe meinen automatischen Umleitungsschild hochgefahren. Alle sind sicher, gute Arbeit, Pink Ranger. Team, bilden Sie den Delta Squad Megasort und bereiten Sie dieser kriminellen Zerstörung ein Ende. Verstanden, Commander. Hä? Er ist einfach verschwunden. Rangers, ich vermute, Detagor steckt dahinter. Das Energiemuster des Riesen ist von hier verschwunden und in Carter Forest aufgetaucht. Sie müssen ihn aufhalten, bevor er Mora die verkleinerten Menschen gibt. Betrachten Sie ihn als aufgehalten, Commander. Roter Ranger, erledigen Sie alle Fußsoldaten in den Wäldern. Ich schon wieder Leute platt machen, ohne zu wissen, wie viele man eigentlich platt machen soll. Wenn man solche Aufträge gibt, liebe Entwickler, einen Counter oben rechts einbauen. Hat er doch in Dino Thunder auch gemacht. Das war schön. Da musste man sofort... Aha, 20 Gegner in dem Gebiet, 50 in dem. Kein Problem. Und so heißt einfach nur, mach alle platt. Aber du musst gar nicht alle platt machen. Du kannst doch eigentlich einfach vorbeirennen. Und dass das geht, zeige ich euch jetzt einfach mal. Müsste zumindest gehen. Aber wir haben ja keinen Counter, der uns sagt, wie viele wir eigentlich töten sollen. Also laufen wir einfach mal hier weiter. Ah ja. Ihr seht, es gibt tatsächlich eine Sperre. Man kommt hier nicht durch. Und das aber auch nur, weil noch Gegner übrig sind. Aber jetzt jemand, der das nicht weiß, der denkt sich dann nur, what the fuck, geht's denn hier weiter? Hm? Genau das meine ich mit dem Counter. Der kostet nichts. Der ist praktisch. Und er macht Sinn. Ich hab Bock, dir gegen den Kopf zu drehen. Ach, schade. Headshot. Headshot. Headkick. Kick. Müssten wir sie eigentlich alle haben, oder habe ich noch irgendwelche übrig gelassen vorne? Okay. Okay. La 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 la
Das ist der eigentliche, das ist der einzige Kampf, den man dann wahrscheinlich gewinnen muss, weil man sonst nicht weiterkommt. Hast du Schmerzen? Hast du gelitten? Brauchst du einen Doktor? Nee, in der Werkstatt, hä? Boah! Ja, das ist... Ja, ja. Tschüss! Geschafft! Commander Kruger, die können abhauen. Aber die können sich nicht verstecken. Nein, können sie nicht. Bitte komm, blauer Ranger. Halten Sie auch nach den verschwundenen Gebäuden Ausschau. Doggy? Ich würde mal sagen, ich habe sie schon gefunden. Nämlich da im Hintergrund, da sind doch so drei Hochhäuser. Ich glaube, die suchst du, oder? Werden Sie mal nicht frech, blauer Ranger. Ich meine ja nur, die sehen irgendwie genauso aus wie die. Aber gut, ich habe schon verstanden. Und nein, das habe ich nicht erraten. Dann habe ich gewusst, dass da was ist. So, jetzt habe ich gleich 40 Minuten Aufnahme. Das heißt, ich kann daraus locker 4 Folgen machen. Ha! Und hab dann sogar noch was für morgen im Petto. Oder ich mache 2 Folgen heute, 2 Folgen morgen. Mal überlegen. Und wieder sterbe, du blauer Mixer. Ich darf einzige sein, der hier blau sein darf. Ich bin der Opa, das ist scheiße. Sky? Wie ist das? Ja, dich wollte ich eigentlich nicht sehen, aber egal. Komm ich jetzt überhaupt wieder hoch? Ah, okay, gut. Hep, hep, hep. Mach dich vom Acker, danke. Du kannst auch mal... Hey, kannst du eigentlich fliegen? Nein, jetzt schon. So. Hey-ya! Ja, hey-ya! Schutzschild! Kommt ruhig her, ich halte mir erstmal den Rest vom Leib. Ihr seid so dämliche Roboter. Es geht weiter. Ich bin am falschen Knopf gelandet. Aua. Du hast einen Laser, das sehe ich. Du wirst aber nicht abschießen, nicht auf mich, blauer Roboter. Achso. Ich glaube, jetzt haben wir ein Gebäude endlich gefunden, weil ja auch die ganze Zeit im Hintergrund nicht schon welche zu sehen waren. Designtechnischer grober Schnitzer. Weil so macht nämlich die ganze Mission schon keinen Sinn. Oh, schon wieder so ein Trottel. Leute, checkt ihr es endlich? Ihr habt keine Chance. So, geschafft. Commander Kruger, ich habe eines der als vermisst gemeldeten Gebäude gefunden. Jetzt auch offiziell, davor, die durfte ich ja nicht erwähnen. Grüner Ranger, Sie müssen jetzt diese verkleinerten Menschen retten. Ha, ich darf also wieder irgendwas aufsammeln, ja? Bin ich eigentlich der Bub, der alles immer noch aufsammeln darf, dann darf ich auch mal richtig kämpfen, Mann, ey, das ist eine coole Delta Runner Mission wäre was für mich. Für mich, den grünen Ranger. Ach du Schande, ich habe ja nur keine Zeit, mich mit euch rumzuschlagen. Ich muss hier Menschen suchen. Au, fuck.
Ja, geh dir ein Hobby suchen, Mann. Ah, lass mich in Ruhe. Mensch, runter. Geh mir aus der Sonne. Mensch, perfekt. Noch 5 Menschen fehlen mir. Geht's da weiter hoch? Nein, okay. Wir haben nur noch 5 Minuten. Ich muss noch 5 Menschen finden. Au, au. Keine Zeit für euch, Idioten. Noch 4 Menschen. Da war ich schon, oder? Da kann man auf links noch weiter hoch. Ja. Keine Zeit für euch, Mann. Scheiße. Ist mir egal, ob ich Schaden nehme oder nicht. Ich muss diese Menschen retten. Also verschwindet, Reporter. Da ist noch bestimmt ein Mensch drunter, oder? Nein, ach Mist, verdammter. Ich habe eine Minute verdonnert, nur um einen zu finden. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Was zur Hölle? Oh Mann, lass mich einfach in Ruhe. Geh nach Hause, Trottel. Und du auch, Trottel. So. Geh mir aus der Sicht. Das gibt's nicht. Wo sind denn die verdammten letzten? Boah, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Verkacken's. Wir verkacken's! 3 Das gibt's nicht! Keine Zeit für dich. Keine Zeit für dich. Noch 2, okay, wir sind wieder im Soll. Boah. Zeittechnisch passt's wieder. Noch einer. Noch einer. Wir haben noch 3 Minuten, den letzten zu finden. Komm, das klappt doch wohl, oder? Dann ist die Folge übrigens auch beendet. Ist das der letzte? Juhu! Buja! Geschafft! Wuhu! Commander, alarmieren Sie das Labor. Ich komme mit diesen Zivilisten zurück zur Basis. Das war knapp. Gute Arbeit, Ranger. Okay, die Folge geht immer noch weiter. Gelber Ranger, Detagor müsste da sein. Passen Sie auf. Ich mach den platt. Und dieses Mal. Wirklich, ich habe keine Zeit für euch, Idioten. Ich muss mich hier um ein Monster kümmern. Um ein Alien, das Scheiße baut. Ist hier überhaupt hoch? Ich weiß es nicht. Ich geh einfach mal da lang. Detagor, wo bist du? Speedrun Power Rangers Space Patrol Delta. 45,5 Minuten Aufnahme. Alles für das Let's Play Netzwerk. Das sind locker. Ich mach 3 Folgen draus oder 4. Weiß ich noch nicht so genau. Das entscheide ich kurzfristig. Geht doch alle sterben. Ihr seid doch Wichser. Ihr könnt nichts. Ihr seid Loser. Detagor! Hey, hörst du gegen mich kämpfen? Warte, ein Orangener! Die Typen machen was drauf. Wir müssen aufpassen. Aber du wirst mich trotzdem nicht besiegen, du Orangener Depp. Vervielfältigung! Geschafft! Bitte komm, Sir. Er ist weg. Ich habe ihn verloren, Sir. Notfall für Space Patrol Delta Rangers. Detagors Riesenroboter Maestra greift die Stadt an. Wählen Sie den Delta Squad Megazord und besiegen Sie. Los, Rangers! Megazord Power! Boom! Und Boom!
Und klapp und fertig. Jawohl, Delta Squad Megazord. Dürfen wieder einen schwachsinnigen Kampf kämpfen. Ich krieg von dir keinen aufs Maul, du Robotviech, du kriegst von mir ein paar Fäuste ins Gesicht hier. Kick und Kick und Box und... Achso, das war's schon. Ach ja. Detagor, du bist der Entführung von Gebäuden und verkleinerten Menschen verschuldigt. Zeit für die Anklage. Nein, aber ich wollte doch nur... Nein, bitte! Gnade! Zu spät. Space Delta Strahler einsatzbereit. Oder so, ähnlich. Ist doch egal. Und 3, 2, 1, Feuer! Bam! Episode... Okay. Sag ich doch. Episode 6. Jetzt müsste eigentlich die Stelle kommen. Ja! Oh oh. Was haben die Krebotter da eigentlich jetzt gerade gemacht? Ja, Leute, es ist soweit. Aber erst in der nächsten Folge werden wir erfahren, was das damit auf sich hat. Ich sage, danke fürs Zuschauen. Oh. Bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch und ein Kommi. Würden wir uns alle drüber freuen, die Let's Play Netzwerk angehören. Und wenn euch meine Videos generell gefallen, kommt auf meinen Kanal und guckt dort mal rein. Wie gesagt, ich habe zurzeit Final Fantasy 13 2 laufen und Power Rangers Dino Thunder läuft bei mir auch noch. Also es könnte sogar sein, dass es schon vorbei ist, ihr dieses Video hier seht. Also, läuft schon irgendwas anderes. Bis dahin, Leute, euer Schraubsel. Tschüss! Hallo, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Power Rangers Space Patrol Delta. Ich nehme endlich mal wieder ein bisschen was auf. Leute, die auf meiner Facebook-Seite waren, die wissen ja, dass ich, eine Grippe eingefangen habe und erst in eineinhalb Wochen ich damit rumschlagen musste. Bin immer noch nicht richtig gesund, aber ach, ich muss einfach wieder aufnehmen. Also, gehen wir los. Rangers, das Hauptquartier der Space Patrol Delta hat uns informiert, ich muss erst wieder reinkommen, dass Gimati vom Gefängnisplaneten Oblivion 52 entkommen und auf dem Weg zur Erde ist. Er hat früher Massenvernichtungswaffen hergestellt. Wir müssen ihn sofort festnehmen. Es gibt Berichte über Militäraktivitäten bei Seashore Cave. Wir sind auf dem Weg. Ja, gucken, ob ich noch hinkriege. Gelber Ranger, vernichten Sie alle Fußsoldaten in dieser Höhle. Okay, das sollte reichen. Ah, ich sage euch, Leute, Grippe ist nicht schön. Ah, ich teste jetzt mal was. Wir haben es ja letztens gehabt. Ich glaube, das war die erste Folge von Episode 5, also 5.1, was glaube ich, von Große Häuser, kleine Menschen, wo ich ja diesen Fail hatte, wo ich gesagt habe, man kann eigentlich überall vorbeilaufen, man muss sie gar nicht alle besiegen. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, dass ich nicht die Spezialfähigkeit eingesetzt habe, durch die Wand zu kommen. Ja, das war schon sehr fehlig. Aber egal. Ich habe auch was festgestellt, auf meinem Kanal, da ist ja das Mass Effect 2 Special drauf, für alle, die es interessiert. Das handelt sich dabei um das Selbstmordkommando, also die letzte Mission von Mass Effect 2, das erste von zwei Specials. Allerdings habe ich da wirklich total gefailt, was den Sound angeht. Ich hätte auch genauso gut gar nichts sagen, braucht man mich, hört man sowieso nicht wirklich. Zumindest in den Sequenzen nicht, wo wirklich was los ist, also wo viel Sound drumherum ist. Naja. Ich hoffe, ich habe daraus gelernt und der Sound ist jetzt ein bisschen besser abgestimmt von meiner Stimme und dem Spiel. Kenn ich da runter? Ja. Oh, ist hier ein blauer. Und du hast auch mich abzuschießen, du Arsch. Aua.
treffen muss man schon. Aua. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Ich hätte oben bleiben sollen. Das wäre deutlich gemütlicher gewesen. Doch vor allem auch gleich immer zwei... Junge? Ja, genau. Ja, genau. Boah, geht ihm mal auf den Sack mit euren scheiß Laserwaffen. So. Ach ja. So, also man sieht, ich habe nicht alle platt gemacht. Bislang. Bin gespannt, ob ich irgendwo aufgehalten werde. Das würde mich nicht überraschen, um ehrlich zu sein. Aber wisst ihr, was ich geschafft habe in den anderthalb Wochen jetzt? Wie sind die letzten zwei Tage? Ich habe auf der PS3 Sly 2 Band of Thieves in 48 Stunden zu 99% durchgezockt und alle 100% in den Trophäen bekommen, so rum. Nein, war jetzt auch nicht die größte Herausforderung, da 100% der Trophäen zu bekommen, aber trotzdem, schon eine Leistung. Wer das Spiel kennt, weiß bestimmt auch, dass vor allem der letzte Bosskampf nicht so ganz leicht ist. Aber es lenkt zu sehr vom Thema ab. Hier bei den Power Rangers und wir sollten uns auf die Power Rangers konzentrieren. Bin da gespannt, ob das auch zwei Folgen werden oder ob ich das... Aua, fertig... Aua, fertig krieg innerhalb der 15-Minuten-Grenze, die ja Let's Play Netzwerk noch hat. Ich hoffe, dass das bald nicht mehr so ist. Commander Kruger, ich habe die Fußsoldaten vernichtet. Gute Arbeit, gelber Ranger. Bitte kommen, was? Okay, hier ist ein Übersetzungsfehler drin. Bitte kommen, Pink Ranger. Skimato scheint in der Höhle ein Labor eingerichtet zu haben. Untersuchen Sie das vorsichtig. Die Materialien sind äußerst gefährlich. Ja, super. Toll. Da denkst du dir so einen Scheiß aus. Eine Kiste? Denkst du, da ist irgendwas Cooles drin? Vielleicht mal Power-Up oder sowas? Also so ein Extra-Leben? Oder ein bisschen Energie, die wir nicht brauchen? Aber nee, du kriegst drei so Kügelchen. Toll. So Krypotterbälle. Ja, du bist auch ein Failer hoch 10. Ganz nach vorne, wo du siehst, dass ich springe. Dead. Ja, ich gehe oben. Dieser gehe ich oben lang. Eben ich unten lang gegangen, gehe ich jetzt oben lang. Wir wollen ja fair bleiben. Gucken, was ich nach Space Patrol Delta auf Let's Play Netzwerk mache. Ich weiß es noch. Ich habe da eine Idee, aber... Ich weiß es noch nicht. Was, Leute? Ah, scheiß Husten. Das war springen, gell? Hep, hep. Sid, du sollst doch nicht runterspringen, du sollst oben bleiben. Okay, hier muss ich da runter und dich verkloppen. Da muss ich hier hin. Kommst du runter? Oh, verkloppt. Nein, nach unten. So. Ihr geht mir am Arsch vorbei jetzt, ihr beiden. Ja, du nicht, weil du genau im Winkel stehst. Bam, Sir! Blau oder schwarz? Blau oder schwarz? Okay, ich habe keinen Cheat mit dem Blau. Und haben verkackt, weil wir unten lang sind. Hast du einen Scharfschützenkurs belegt oder warum zielst du so gut? Nee, da ist jetzt kein Herz drin. Gut so. Ja, echt. Ich habe auch zu Power Rangers Dino Thunder mittlerweile einen Kommentar bekommen bei Folge 3, bei Weißer Ranger und ein Hai, dass das mein schlechtes Display überhaupt gewesen wäre. Na gut, muss zugeben, Folge 3 war jetzt auch nicht wirklich so gut von dem Let's Play. Da habe ich den Level doch knapp dreimal spielen müssen und habe es nicht nötig befunden, das Ganze zurechtzuschneiden, dass man das ganze Level nur einmal sieht. Oder zweimal. Naja. Aus Fehlern lernt man bekanntermaßen, nicht wahr? Danach habe ich es auch immer gemacht. Was ich bei Space Patrol Delta auch machen werde, sobald es irgendwas zu schneiden gibt, gab es ja glaube ich bisher noch nicht. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich habe nicht mehr im Kopf, was ich... Aua. In den ersten... Wie viele Folgen war es jetzt eigentlich insgesamt? Au, 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 au. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ja, wir haben Folge 4 hat zwei Teile, Folge 5 zwei Teile, 1, 2, 3. Müssen wir jetzt bei 7 Folgen, müsste es die 8. sein. Egal. Komm, Commander Kruger, ich habe das Labor entdeckt. Saubere Arbeit.
Blauer Ranger, vernichten Sie alle. Am Encounter? Nein, okay, also. Dasselbe Spielchen wie immer, am besten zum wichtigsten Kampf durchrennen und den Rest einfach sein lassen. Also solche Kämpfe hier. Geht mir auf die Nerven, gewandelten Blechdosen. Diesmal nicht, diesmal weiß ich Bescheid, du Drecksack. Dreck. Und du auch. So. Wir haben übrigens heute Donnerstag, den 23.02.2012. Und ich glaube, dass auch die Folgen auch noch heute online kommen werden. Ich muss doch mal... Mass Effect 2, die Ankunft drehen, weil ich weiter Special sein kann. Ja, gucken, ob ich es heute noch hinkriege. Autsch! 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 Ich hab keinen Bock mehr. Achso, ich muss da hoch. Nett. Autsch! Na, toll! Ich sowas hasse, wenn ich mal da lang, wo ich gerade lang muss. Such dir Freunde. Kommst eh keine. So einer schon wieder. Ich hab ihn doch schon gehabt. Okay, jetzt kassieren wir Treffer, weil ich die erstmal ausschalten muss hier, sonst gehen die mir auf den Keks. So. Weiter geht's. Höhle. Ich fürchte fast, ich brauche ein Herz. Gib mir ein Herz. Ja. Roboter haben kein Herz, oder? Wenn man jetzt rausreißen könnte. Schade. Und da Rangers keine Menschen verletzen, komme ich auch deren Herzen nicht ran. Hepp und hepp. Und hepp. Ja, du zielst einfach viel zu gut, hierhin komme ich nicht. So, und da oben ist ein Herz drin. Yay, ich habe ein Herzkind gefunden. Runter. Da kommt er hingesprungen. Auf, komm, mach noch einen Satz. Dann halt nicht, ihr Langweiler. So. Doch, wer? Ach ja, du, klar. Wie konnte ich dich vergessen? Dein Bruder ist auch da. Aua. Mann, kannst den aber auch nicht ausweichen, wenn die schießen. Geschafft! Commander Kruger, diese Laborroboter sind erledigt. Roter Ranger, Skimatu ist gefährlich, passen Sie auf. Gefährlich? Ich finde es ja auch sehr geil, dass der Rote Ranger kein SPD-Schwert da, Schlagstock-Ding benutzt. Sondern wirklich nur seine Fäuste. Da erkennt man, welcher Ranger was kann und welcher einfach nichts kann. Was dann auf den ganzen Rest der Space Patrol Delta zutrifft. Ja, man merkt, ich habe die Serie nicht wirklich gemocht. Sie war nicht schlecht, aber... Nach Dino Thunder war es für mich recht schwer zu sehen, dass eine andere Staffel da irgendwie mithalten kann, weil es konnte einfach keine weitere Staffel. Oh, wie ich dich hasse. Oh, wie ich dich hasse mit deiner scheiß Pistole. Nur Feiglinge benutzen Pistolen. Mach's wie ich, benutze die Fäuste. Feigling. So. Oh, gibt's noch irgendwo weniger von euch? Trottel? Ich hab vergessen, der kann überhaupt keinen Doppelsprung. Der kann ja nur den Wandsprung. Ja, jetzt ist es doof, ne, wenn ich mir hochspringen kann. Ja, bin ich zu klein für dich? Ja, triffst du mich nicht? Hallo? Ja, nee, nicht, dann fliege ich eben runter, so. So. Herzchen? Nein, nur Krüberter. Toll. Nur Blechdosen. Noch mehr Blechdosen. Noch mehr Blechdosen. Und der eine trifft mich sogar, weil ich mich nicht mehr umbringen kann. Ich gehe unten rum. Ach ja. Ich glaube, ich muss gleich das Mikro kurz ausmachen. Oder? Nee, hat's gerutscht. Okay. Ich hasse Husten.
Bum. Bum, bum, bum. Bam, bam, bam. Du haust mich kein. Du hast mir keine rein. Warum eigentlich nicht? Der hätte mich sogar treffen können, Idiot. Oh Gott. Haha, besiegt. Nicht geheilt im Bosskampf. Yay, das wird spaßig. Ach so, bist ja nur du. Boah, da ist ein Blauer dabei. Scheiße. Na komm runter, du Feigling. Gehst aber auch auf den Sack, Mann. Wir können es den ganzen Tag handhaben, ne? Ich glaube, bei dem Kampf kriegen wir zum ersten Mal richtig eins auf den Deckel. Ich habe keine Lust gegen dich zu verlieren, du orangener Spast. Boah. Oh Gott, wird das knapp, Leute. Ah! Nein! Boah, du Assi. Ja, Leute, an der Stelle schneide ich. Bis gleich. So Leute, da bin ich auch schon wieder. Und diesmal werden wir nicht mehr an diesen Idioten verkacken. Diesmal Keks, Mann, bleib liegen. Jetzt zu dir, mein Freund. Komm runter, tastier direkt mal den ersten. Wenn diese blauen nicht wären, wäre es ja in Ordnung. Die gehen mir auf den Kack, auf Keks. Der Drecksack, habt ihr das gesehen? Jetzt habe ich dich aber am Wickel, hä, mein Freund, da, scheiße. Wir bewegen uns im recht gleichen Rhythmus nach unten, was die Lebensenergie angeht. Ist sehr interessant zu sehen. Diesmal werde ich ihn besiegen. Ja, diesmal werde ich ihn auch besiegen, weil ich habe ihn jetzt schon am Wickel. Das war's. So. Boah. Bitte komm, Sir. Er ist verschwunden. Er ist gerade wieder aufgetaucht. Rot. Notfall. Der Schemato greift den Deckbereich an. Nehmen Sie den Delta Runner und halten Sie ihn auf. Ja, Sir. Nein. Ach, leck mich doch. Bitte komm, gelber Ranger. Wir halten nicht länger durch. Beeilung, die Zeit läuft ab. Alles klar, Commander.
Oh, Delta Runner Level. Ich sie hasse. Yeah, Turbo Boost. Kann der auch schießen? Nein, der kann nur springen. Aber warum sollte er auch schießen können? Das ist ja nur ein Sort. Dachte, wir wären schon am Ende von dem Spiel. Ich kann mich erinnern, dass das so lang ist. Gut, Dino Fun war ja schon ziemlich lang. Kann auch sein, dass das genauso lang. Leute, aber auch einen scheiß Raketen zu schießen oder Feuerbällen oder whatever, ist mir scheißegal. Hört einfach auf damit zu schießen. Uiuiui. Oh, Menschen sind dämlich, die rennen einem immer entgegen. La 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 la. Kein Treffer abbekommen. Ich fahre hier an Autos vorbei. Ha! Ha! Der Knight Rider verarme! Jo, klack! Ich kann springen! Hey, ja! Hapsa! Hapsa! Aua! Hey, Hapsa und Hapsa! Aua und aua! Yo. Das ist der mit Abstand schwerste Delta Runner Level, den ich bislang gesehen habe! Hua, ja! Oh, ist das langweilig! La 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 la, das Dumme ist. Das heißt, es ist dumm. Ja doch, es ist dumm. Man kann hier gar nicht failen. Man kann sich noch so dämlich anstellen. Man kann hier nicht failen. Da, ich habe keinen Treffer gesehen, wo ich direkt da gestanden habe, wo das Ding... Treffer. Nee, aber so oft kann man gar nicht getroffen werden, dass man hier failt. Höchstens die Zeit kann einem das Genick brechen. Aber selbst da, denke ich, ist es zu schaffen. Weil, glaube ich, da mehr als genügend Zeit hat. Und an den Dingern komme ich nicht gut vorbei. Aua. Aua. Aua, 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 okay, man kann doch failen, wenn man sich so anstellt wie ich gerade. Dann, Überlebenschancen hier leider sehr gering. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es sogar geschafft. Rangers, Kimato hat seinen Riesen, Xamelis, gerufen. Bilden Sie den Delta Squad Megasort und sorgen Sie für Gerechtigkeit. Roger, machen wir das! Jawohl! Und Bams! Und klack, eingerastet. Und klunk. Und da ist er, unser Roboter. Ach, du warst das. Ich erinnere mich an den Gegner. Der war scheiße, der war richtig scheiße, der war schwul. Genau deswegen, nach so einer scheiß Distanzattacke, mit der man einen richtig nerven kann. Boah, das ist so assi von dem Typen, der das macht. Ich hau dir jetzt so oft in die... Ich trete dir voll so in die Klöten, mein Freund. Machst du es nochmal? Ja, mach's nochmal. Klar, mach das nochmal. Komm, ich trete mir denn die Klöten. Das hilft am ehesten. Ich weiß, es ist ein Roboter und der hat keine... Spezialmodus. What the hell? Ah, ich hab mein Schwert. Geil, ich hau dir mit dem Schwert einer rein. Affe. Jawoll. Das haben wir noch gar nicht gehabt, den Schwertmodus. Xamelis, du und Schemato seid der Flucht aus dem Gefängnis und wilde Amokläufe beschuldigt. Zeit für die Anklage. Ah, der Typ war das. Das war, glaube ich, ein Typ, der sich in allen spiegelnden Oberflächen irgendwie verstecken konnte. Oder so war das. Ich glaube, der blaue Ranger hat ihn rausgeholt. Egal, wir machen jetzt weiter. Ich drehe jetzt auch die nächste Episode durch und dann haben wir gleich 4 Folgen. Und dann habe ich wieder was geschafft. Episode okay. Oder? Jawohl. Ja. Episode 7. Boom. Ah, wartet, ich weiß, wer das ist. Das ist der Gruppe. Bitte kommen, Commander Kruger. Ich nähere mich der Abschlussstelle der Lichtkugel. In Ordnung, blau. Das ist jetzt, glaube ich, die Stelle, wo der Kumpel von Sky auftaucht. Der in die Space Patrol hintergeht. Ich glaube, so war das. Commander Kruger, ich habe einen Überlebenden gefunden. Ein alter Freund von mir. Ich bringe ihn mit zur Basis. Bringen Sie ihn her. Wir halten das medizinische Labor bevor sich halber bereit. Ja, das war das.
Oh oh, da hat jemand den Commander angegriffen. Keine Sorge, Rangers, ich bin in Ordnung. Motor Ranger, haben sie herausgefunden, der versucht hat, mich anzugreifen. Commander, es gibt keine Spur von dem Schützen. Seltsam. Der Freund von Blau ist verschwunden, nachdem sie angeschossen wurden. Hey, Moment mal, ich kenne ihn. Er würde niemals... Er mag ja ihr Freund gewesen sein, aber die Beweise sprechen gegen ihn. Wir haben sein Armband gefunden und es gibt es eine Energiereaktion in der Stadt. Ich möchte wetten, dass er die Quelle ist. Los, Power Rangers. Ich kann's nicht glauben. Ja, Sir. Wir sind auf dem Weg. Gelber Ranger, vernichten Sie alle Fuß. Die sind ja sehr einfallsreich, die Entwickler. Aber halt die Stadt-Action. Mal wieder. Wir hatten ja, glaube ich, schon ein Stadtlevel, oder? Recht früh im Spiel, glaube ich, hatten wir ein Stadtlevel. Wenn die Episode durch ist, mache ich einen Cut. Aber schon wieder so ein Power Ranger-Spiel, das länger ist, als ich vermutet habe. Das Ende vom Spiel, das kenne ich jetzt schon, das ist mit dem Schatten Ranger. Das wird episch, das ist das einzig richtig coole an dem Spiel. Der Rest ist so, naja, komme ich dann zu, wenn das Spiel rum ist. Hau mir keine rein, Drecksack. Oh, ich hau ab. Oh, ich hau ab. Ich hau ab. Tschüss. Ich hau ab. Ich hau ab, habe ich gesagt. Lass mich in Ruhe. Ich mach den Kampf, den ich machen muss, aber der Rest ist mich heiß. Egal, oh Gott. Au. Ja. Heppa, heppa. Heppa. Speedrun. Uhuhu. Sorry, Leute, aber da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, mit denen allen rumzuprügeln. Weil es ja auch nichts bringt. Das ist ja so wirklich sinnlos. Man verpasst dadurch nichts, wenn ich es überspringe. Es bringt einem nichts. Es dauert nur, bis man es geschafft hat. Vor allem in den ganz blauen Idioten. Hey, blauer Idiot. Ich hasse es, wenn sie das machen. Ich hasse es, wenn sie meinen Sprungangriff kontern. Das ist so richtig so... Nee. Ihr habt alle... keine Hobbys und seid alle hässlich und seid alle Roboter, als verschwindet. So. Ah, du noch? Und dann haben wir es geschafft, oder? Ist der Level geschafft. Sag ich doch. Meine Duplikate werden sich um diese Roboter kümmern. Roter Ranger, das Gebäude ist voller Roboter. Besiegen Sie sie alle. Nee, mach ich nicht. Ich laufe wieder durch und besiege nur die, die ich besiege. Grafikbug, habt ihr das eben gesehen? Ich bin der Rote Ranger und ich cheate mich hier durch, weil ich es eh nicht muss. Gegen euch kämpfen, meine ich. Scheiße. Fuck, Entschuldigung. Oh. La 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 la. Geladen, danke. Tschüss. Tschüss. Boah, war das knapp. Okay, der Kampf, den wir gewinnen müssen, um weiterzukommen. Sollte nicht allzu schwer sein, weil das ein Innerkrieg-Botter denn. Wie gleich drei von euch, sag mal, habt ihr Schmerzen oder so in der Richtung? Puh. Ach nee. Oh nee, noch so. Nee, ey, so einer. Sag mal, Leute, ihr habt doch echt gelitten, habt ihr. Der macht einen gedunkten einfach. Ich bin jetzt auch hier. Spacken, bleib liegen. Bleib liegen, hab ich gesagt. Das gibt's nicht, der lebt noch. Boah, geschafft. Commander Kruger, ich habe das Labor gefunden. Grüner Ranger, es ist der Schütze Drew. Dieses Mal müssen wir ihn erwischen. Wow, endlich darf ich auch mal einen Gegner platt machen. Dafür habe ich mir einen Toast für ihn, ein schön butteriges Toast. Das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe von dir, der Trottel.
Und das hat mich auf die Nerven geht. Das ist alles. Sag mir aber nicht, dass ich hier den suchen muss, den bekloppt, aber da kriege ich nämlich die Krise so leicht. Oh, das ist doch jetzt ein Witz, oder? Das ist doch jetzt ein Witz, dass ich auch suchen muss, den Vogel. Oh, ja. La 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 la, das sind alle scheiße. Gar nicht, such nur Drew. Klar, es würde die Sache einfacher machen, wenn ich die alle besiegen würde, hätte ich mich über eine Ruhe vor denen, aber pff. Da runter, da finde ich ihn ja da. Drew! Hallo? Ach, bin ich wieder hier. Ja, wenn man mir jetzt sagen würde, dass ich die auch alle besiegen soll, müsste ich das sogar tun. Aber so sehe ich da keine Notwendigkeit, die alle Platz zu machen. Ich meine, ich mache es jetzt mal, weil ich hier einfach weiterkommen will und ich nicht weiß, was ich genau machen soll. Aber Lust habe ich eigentlich überhaupt keine, gegen die alle zu kämpfen. Ja, ja, komm. Ja, scheint mal so zu sein, dass ich mich hier wirklich durchklopfen muss. Um hier weiterzukommen. Ja, zumindest kann ich mich in Ruhe umgucken, wenn ich die alle besiegt habe. Ist auch was. Siehst du, wir gegenseitig abdecken müssen. Das regt auch auf. Aber du hast eine Waffe und schießt nicht. Du bist auch sehr schlau. Aber eher sehr dumm, aber egal. La 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 la. Da war ich ja jetzt schon, gell? Ja, da war ich schon. Einmal runter und da lang. Hallo. Hallo. Sowas langweilig, wenn man keine genaue Beschreibung dessen bekommt, was man eigentlich machen muss. Und noch so ein Punkt, warum Dino Thunder einfach allen anderen Power Rangers-Spielen überlegen ist. Abgesehen von den ersten beiden. Für Super Nintendo, weil man kriegt einfach gesagt, was man machen soll. Das hat schon Vorteile, liebe Entwickler, wenn man weiß, was man tun soll. Auch wenn das euch nicht so ganz einleuchten mag. Da, 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 da. Gut, man kann ja sagen, so eine Kleinigkeit, da braucht man sich drüber aufregen, ist halt immer so. Aber es ist halt doch, man merkt das halt, ne? Ich glaube, Drew war aber unten irgendwo. Also ganz unten. Dass man nicht hochgehen muss, sondern man runtergehen muss. Aber egal, sind wir schon dabei, um die alle zu verkloppen, verkloppen wir die auch alle. Das ist ja auch das Schöne hier an Zetsworld Delta, im Vergleich zu Dino Thunder, ich muss diesmal gleich leider ziehen. Die Gegner droppen nichts mehr. Da ist er ja. Ich hab dich gefunden, du Sack! Okay, jetzt weiß ich, was wir machen müssen. Wir müssen den durch das ganze Gebäude jagen. Ich hab mich gerade erinnert. Bis er irgendwann aufhört wegzulaufen, dann müssen wir gegen ihn kämpfen. Mit Bridge. Gegen ihn kämpfen. Ja, das ist nicht wirklich lustig. Vor allem, weil der Typ sich wirklich im ganzen Gebäude steckt, in den ganzen verfuckten Gebäude. Bis er den also gefunden hat, das kann wirklich dauern. Und ich habe keine Lust, den jetzt durch das ganze Gebäude zu jagen. Komm, geh schlafen. Schlafen. Ah! Er ist oben. Seht ihr diesen Pfeil? Das zeigt mir an, wo böse Energie ist. Diagonal über uns. Also müsste er auf der Ebene irgendwo sein, der gute Drew. Nein, oben. Okay, noch weiter oben ist er. Noch weiter oben. Ist er hier? Oder ist er sogar ganz oben? Kann natürlich auch sein, dass er ganz oben ist. Also ein bisschen hüpfen, dass man ein bisschen was sieht. Okay, er ist noch ein Jockey weiter oben. Ah, ich hasse das. Er ist aber auch ganz oben. Glaubst du, kurz husten? Da ist er ja. Hallo? Oh, ist er wieder oben.
manchmal praktisch, mit dem Pfeil zu arbeiten. Hat man nämlich ganz schnell wieder einen Pickel. Aber im Großen und Ganzen lässt sich sagen, das hier ist eine ziemliche Chose und das muss nicht sein. Das macht weder Spaß, noch ist es irgendwie innovativ, noch ist es irgendwie sinnvoll. Es ist einfach nur nervig. So, mein Freund, du bist wieder hier oben, richtig? Nur auf der anderen Seite. Ja, hallo. Also auf der Seite, aber irgendwo unten. Da. Ja, wenn wir warten, bis es aufgeladen ist, sonst wissen wir nicht, wo er ist. Und blind durch die Gegend rennen bringt nichts. Ich verstehe. Ich verstehe, er ist da unten. Da vielleicht? Nein. Er könnte aber da, es war irgendwie schräg in die Richtung, sonst könnte er hier irgendwo sein. Ja, noch weiter unten muss er, okay. Geschafft! Ich habe die Wärmequelle im Untergrund ausfindig gemacht. Ich glaube, es ist Drew, Sir. Und ich durfte wieder nicht gegen ein Monster kämpfen. Hat er doch gegen keins gekämpft oder hat er gegen Renex gekämpft? Nee, ich glaube nicht. Tut mir leid, Blau, anscheinend steckt ihr alter Freund Drew dahinter. Blauer Ranger, nehmen Sie ihn fest. Aber wenn es sein muss, Commander, ich kann es immer noch nicht so wirklich glauben. Dann kannst du mich ruhig abschießen, du dämlicher Krüberter. Aber nicht dreimal am Stück, du Arschloch, so. Ich hasse dich. Und dich auch und alle eure Freunde auch. Ihr seid einfach nur dämliche Roboter. Ich sie hasse. Okay, wieder seriös. Ja, Drew bekämpfen. Danach kommt dann also Episode 8. Das könnte die letzte sein, muss aber nicht die letzte sein. Ich wüsste, wie der Gegner heißt zum Schluss. Gegen den dann. Es ist so eine Art. Halb Maschine, halb biologisches Etwas. Also gegen dich kämpfe ich jetzt am besten Willen nicht. Tschüss. Die Orangen sind einfach nur Aso. Extra Leben. Ist ja auch das Schlimme, wenn du hier kaputt gehst. Du startest direkt wieder an der Stelle neu. Solange du Leben hast, wie es bei Ninja Storm noch war. Oder auch bei Mighty Morphin Power Rangers und Power Rangers Groovy. Nein, du musst den ganzen Level von vorne spielen. Was bei Dino Thunder nicht so schlimm ist, wegen den Dino-Münzen. Ich mal ganz kurz mal auf Pause stellen, Leute, und gleich. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Hep. Musste nur kurz unterbrechen, weil ich ein Gespräch führen musste. Weil ich noch einkaufen gehen muss. Offensichtlich. Ja, einkaufen, ein lästiges Thema. Bin ich aus dem Takt rausgekommen. Ich glaube auch der Schnitt war nicht allzu gut gesetzt, aber Not macht erfinderisch. Wenn ich schon was einfallen lassen, dass es einigermaßen aussieht. Heppa! Und heppa! Runter. Und direkt mal einen Rücken bekommen. Das ist schlecht, ich brauche ein Herz oder sowas. Gibt es denn hier nichts zu heilen, zum Teufel? Es gibt hier nur Roboter, ich will was zu heilen. Ach, keine Roboter, was zu heilen, Mann. Ja, so habe ich das... Oh, scheiße. Na, Junge. Junge? Wow, Shitekowski. Oh,
So, besiegt. Ich habe gerade angerufen, das ist mir aber gerade scheißegal. Geschafft. Hm. Tut mir leid, Sir, ich habe ihn verloren. Alarm, Notfall. Space Patrol Delta, der kriminelle Drew ist zu einem Riesen geworden. Der Stadt bleibt Amok und bla bla, Delta Runner, ja. Oh nee, nein, ah! Oh fuck! Das wollte ich mir jetzt nicht durchlesen, Leute, Entschuldigung. Ah! Da krieg ich ja die volle Krise. Schau nur Spaß, dass ich nochmal einen grünen Delta Runner Level wollte. Ah, oh, nicht ernst gemeint, Mann. Scheiße! Scheiße! Die Stadt wird zerstört! Ich bin grad schuld! Wo sind die Amerikaner, wenn man sie mal braucht? Raketenabwehrstellung und sowas alles. Warum hat die Space Patrol Delta eigentlich keine Raketenabwehrstellung? Game over, Leute. Wir haben verloren. Scheiße. Fuck, ich konnte es nicht auf mein Mikro drücken. Das ist aber auch kacke mit dem Ziel, was die Raketen auch noch bewegen. Boah. Jetzt wird einer in die Comments schreibt, boah, stellst du dich doof an, das ist doch voll einfach. Mach's besser. Boah. Und Feuer! Und Feuer! Und Scheiße! Das Haus ist kaputt. Ich kann nicht alle Häuser schützen, tut mir leid. Haben wir's bald? Endlich. Ich habe mich um die Raketen gekümmert. Gut geschossen, Grün. Rangers, Drew hat nur noch durch die Bildung des Delta Squad Megazords besiegt werden. Achso, kann nur. Wir werden den Megazord, Commander. Megazord! Yeah! Oh Mann. Ich kann mich in den Kampf gegen Drew überhaupt nicht erinnern mit weniger Sorgen. Ich glaube, der konnte aber auch einen Triage auf den Sack geben mit seinem scheiß Bohrer da. Ja, den meine ich. Es ist keine Zeit zum Husten, ich muss kämpfen! Wie kann man hier nicht schnell laufen? Oder sich verteidigen. Ja doch, kann man sogar. Man kann sich verteidigen, indem man da unten drückt. Komm mal, nochmal. Ah, du gehst da auf. Der hat eine Superpower-Modus, scheiße! Spezialmodus! Kriegst du so mit dem Schwert als auf die auf eine Rüssel, du Monster hier. Ja, das kannst du nicht verteidigen, hä? So, besiegt. Mann. Drew, du wirst der mutwilligen Zerstörung beschuldigt. Zeit für die Anklage und für Mordversuch eigentlich auch, aber egal. Schuldig, war klar. So, und jetzt verhaften wir ihn. Delta Squad Megazord Verhaftungsmodus. Dam, dam, dam.
Tschung! Katsching! Und bumm! Episode... Okay! Und damit, Leute... Episode 8. Gucken Sie uns noch kurz an und dann mache ich einen Cut. Das ist er. Das ist der letzte Gegner im Spiel. Okay, Leute, an der Stelle mache ich einen Cut. Wir sehen uns hier genau hier wieder. Und erleben dann das Finale von Space Patrol Delta. Bis dahin, Leute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch oder ein Kommi. Ich würde mich freuen. Netzwerk würde sich freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr auf dem Kanal vorbeiguckt. Bis dahin. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Power Rangers Space Patrol Delta. Endlich habe ich gefunden, Doggy Kruger. Jetzt werde ich dir alles nehmen, was du hast. Der Typ hat irgendwie schlechte Laune. Rangers, Notfall für Space Patrol Delta. Benark hat eine riesige Energiewelle in der Stadt losgelassen. Los, Power Rangers. Roger, also los, Rangers. Haben Sie verstanden, Pink Ranger? Bitte wiederholen. Zerstören Sie alle Fußsoldaten in der Stadt. Ja, mach ich schon, keine Sorge. Ich laufe wieder durch bis zu dem Kampf, den ich eigentlich kämpfen muss. Nein, wir spielen das Finale ordentlich. Die finale, letzte Episode. Ich weiß nicht, aus wie vielen Einzelabschnitten die besteht. Aber das ist das einzige, die einzige Episode, die so wirklich richtig geil ist. Zumindest der letzte Abschnitt von der Episode. Der Rest vom Spiel, aber das sage ich dann gleich im Fazit, wenn das Ding geschafft ist. Der letzte Kampf ist nämlich auch nicht allzu schwer. Ja, wobei, Benark hat durchaus was drauf im Vergleich zu allen anderen Gegnern. Aber er ist nicht so schwer wie jetzt dieser eine orangene Krybotter, den wir da bekämpft haben. Weißt du, was ist das eigentlich? Ein General-Krybotter oder sowas? Leute, wenn sich da einer auskennt, dann könnt ihr es in die Comments schreiben. Was ich danach mache auf dem Let's Play-Netzwerk, weiß ich noch nicht. Ich habe da eine Idee, aber ich weiß nicht, ob ich die noch umsetzen kann. So wie ich mir das vorstelle. Und mal gucken. Wir werden auf jeden Fall auch wieder ein Klassik-Let's Play sein, also so wie SPD halt nichts brandaktuelles. Aber wie gesagt, wird man sehen, wenn es soweit ist. Sollte ja nicht allzu lange auf sich warten lassen jetzt. So. Ja, du kannst von mir mit dem Laser rumfuchteln, so viel wie du willst. Du, oh, scheiße, ich gehe unten lang. Ja, scheiße. Ich muss nach oben. Ich muss nach oben, zu diesem Arschloch. Oh, shit. Ich will aber nicht zum Arschloch. Boah! Du Drecksau, jetzt kriegst du so eine auf die Fratz. Flieg! Und sieg! Nicht. Och, du stehst wieder... Menschen! Hey, stehen bleiben, seid alle verhaftet! Die wollen nicht stehen bleiben. Aua! Ich hasse die Blauen. Hab ich das schon mal erwähnt? Wenn nicht, dann wisst das jetzt. Ich hasse sie einfach. Mit der komischen Ram-Attacke hier mit dem Tackle, Risikotackle da oder was auch immer das ist. Ja, ist hier irgendwo ein Nest oder wo kommen die alle her? Ach klar, du bist auch nochmal aufs Maul, ja, kein Problem. Ich werde es nie begreifen, dass ich denen nicht ausweichen kann. Geschafft! Das war das letzte Mal, dass die irgendwen belästigt haben. Grüner Ranger, das Gebäude ist nicht sicher. Sie müssen die Leute darin retten. Los! Ja, das mache ich, Commander Kruger. Aber ich habe immer noch kein butteriges Toast bekommen. Das Toast muss immer schön butterig sein.
Er hat Sorgen, ey. Draußen geht die Welt unter und der redet von seinem blöden Toast. So. Ja, ich war noch leicht husten. Ah, das ist ein... Ach so. Ah, das ist jetzt ein Witz. Ich habe schon wieder Zeitdruck. Boah, und ich schlag mich mit diesen Idioten rum. Ja, okay. Hilfe, danke. War jetzt falsch für uns, danke, oder? Hilfe, danke. Ja. Das ist mein Job. So. Da ist ein Mensch drin, oder? Mensch, komm raus, danke. Aua. Noch einer. Noch fünf. Wir haben für fünf Leute fünf Minuten. Komm, das schaffen wir doch, Jungs, oder? Hallo. Ich bin der grüne Ranger. Ich rette euch gerne. Naja, gut, das ist gelogen, aber ich muss es halt tun. Ne? Ich krieg Geld dafür. Also, ich glaube zumindest, dass die Space Delta bezahlt wird. Was leben wir sonst? Von Luft und Liebe wohl bestimmt nicht. Das ist ja echt mal eine interessante Frage. Was verdient eigentlich ein Power Ranger? Außer Ruhm und Ehre, solange er verwandelt ist, weil privat kennt ja keinen Ranger die Rangers. Wobei, ich glaube, das war anders in ein paar Serien. Zum Schluss ist es ja immer so, dass sie bekannt sind, aber ich meine, in ein paar Serien wären die auch von vornherein bekannt gewesen. Ich komme gerade nicht auf welche. Da hat sich auch drauf. 3 Minuten sind es noch, okay. Bevor ich jetzt weiter hier sinnlos drüber nachdenke, in welchen Staffeln die Rangers einfach bekannt waren. Es waren nicht viele, das weiß ich. Es gab welche. Ja, noch eine Minute Überschuss, aber langsam wird's eng. Da! Danke. Kein Problem, Baby. So, einer noch, Leute. Den zwei. Was? Achso, ich habe den gar nicht eingesammelt. Haha. Die ist auch doof, die Alte, oder? Ich meine, die sieht nicht, dass ich den Typ da verkloppe und die haut aber den ab. Hallo. Hallo. Hallihallo. Hey, Leute, was geht? Da ist eine Kiste gewesen, die habe ich gerade gesehen. Ist da unser letztes Menschlein drin? Ja, hier haben sie alle. Tschüss. Bleib stehen. Nö, kein Bock. KB. Bin jetzt mal kurz AFK, ja, tschüss. Das ist ja auch sowas, was, womit ich überhaupt nicht klarkomme. Diese neumodische Sprache da. Es ist ja, ne, egal. Bin eben einer von der alten Schule. So, what the... Ja. Ja. Blechdosen hier. Wandelnde Cola-Dosen. Geht weg. Wir sind keine Cola-Dosen. Mir doch egal, was ihr seid. Ihr seid Schrott. So. Geh vor. Zimmer. Oh, wie ich die hasse. Hörst du auf zu schießen? Es ist verboten, auch Beamte zu schießen. Und Beamte zu schlagen ist auch verboten. Geschafft. Sir, wiederhole, alle Zivilisten sind jetzt in Sicherheit. Das war knapp, gute Arbeit, Grün, und Ihr Toast wartet schon auf Sie. Gut, danke. Hab ich gerade wirklich gesagt? Oh Mann. Ja, Doggy, das hast du. Gelber Ranger, weitere Crybots wurden in diesem Gebäude entdeckt. Kümmern Sie sich darum. Oh Mann. Ich glaube, so langsam versteht ihr, warum ich Space Patrol Delta erheblich schwächer finde als den Rest. Weil man einfach immer wieder nur eine Milliarde von diesen Dingern platt machen darf. Mit Dino Thunder muss man ja auch immer kämpfen. Aber war das eigentliche Missionsziel ein anderes. Mal musste man Ventile öffnen, mal musste man Menschen zur Steinadwahn retten, mal musste man getarnte Gegner finden oder Brände löschen. Das war einfach sehr abwechslungsreich, wenn es im Endeffekt eigentlich trotzdem irgendwie das gleiche war, was man gemacht hat. Aber es war trotzdem immer wieder ein bisschen anders und das war schön. Und hier ist es wirklich nur, besiegen Sie alle Kryboter. Ganz platt gesagt, und dabei muss man es nicht tun. Jetzt kann man weitergehen, jetzt kann man wieder an vielen vorbeilaufen. Bis zum nächsten festen Kampf. Okay, hier gibt es nur feste Kämpfer, sehe ich gerade. Gut, also in dem Level ist es ausnahmsweise mal nicht so, dass es nur einen festen Kampf gibt.
Haben wir ja schon gesehen, bei meinem Mega-Fail zum Beispiel, wo ich dachte, ich komme nicht weiter, hätte nur durch die Wand gehen müssen. Ja, aber zu allen Kritikpunkten kommen, wie gesagt, im Fazit am Ende des Spiels. Ja. Ja, dann denke ich jetzt vorbei, ich habe keinen Bock gegen zu kämpfen. Nein, lass mich im Arsch. Oh, das war fies. Boah, das war fies. Okay, du willst nicht vorbeilassen, dann kriegst du eben aufs Maul. Hey, die machen richtig Schaden momentan. Aber der Bosskampf kommt ja erst noch. Tschüss. Oh, wie er mir hinterher rennt. Oh, ein notgeiler Roboter. Autsch. So. Der gelbe Ranger ist ja eine Frau, das haben wir schon mal erwähnt. So. Noch wer? Ah ja, ihr. Oder du. Da ist ein ihr. Ist auch ein geiler Satz, da ist ein ihr. Hey, da ist ein Ohr. Ach Gott. Niveau gleich null. Mit diesem Part. In dem Abschnitt zumindest. Beim nächsten LP, das wird auf meinem Kanal wieder sein, was Power Rangers angeht. Das ist dann Power Rangers Samurai. Aber das dauert noch ein bisschen, bis das kommt. Was auf meinem Kanal kommt, könnt ihr gucken, wenn ihr in der Beschreibung des Videos auf meinen Kanal klickt. Dort sollte, wenn das hier online ist, schon ein Infovideo parat liegen über die Sachen, die im März so anstehen. Und das sind zwei richtig tolle Projekte und natürlich das Finale von einem anderen Projekt, das schon läuft. Aber das könnt ihr euch ja selber ansehen. Wie ich euch hasse, ich will ein Herz, danke. Oh, Pflichtkampf, ui. Ich weiß genau, auf Game Boy Advance habe ich schon mal gesagt, wie oft ich da das Spiel gespielt habe. Da habe ich es 2 oder 3 Mal komplett durchgespielt. Und Dino waren da so an die 1000 Mal. Ach, keine Ahnung, sehr oft jedenfalls. Ich habe es zu 100% auch durchgespielt. Was im letzten Play leider nicht ganz gelogen, seit ich all die Dino-Münzen erwischt habe. Aber auf dem GBA habe ich heute noch 100% Spielstand. Es wird ja nicht festgehalten, sei mal ehrlich, aber es ist ein schönes Gefühl, wenn du am Ende weißt, du hast jedes Level perfekt abgeschlossen. Wie bei einem Perfekt-Bonus bekommen. Aua. Was da hier leider nicht möglich ist, hier gibt es ja sowas überhaupt. Ja, ich fange schon wieder an zu kritisieren. Ich habe gesagt, das Fazit. Kommt zum Schluss. Bleibst du liegen und bist tot. Geschafft. Das waren alle. Und ich bin nicht bei meinen Schwitzen gekommen. Gute Arbeit, Gelb. Kommen Sie zurück. Blauer Ranger, weitere Roboter sind in die Stadt eingedrungen. Die begreifen das einfach nicht. Halten Sie sie auf. Kein Problem, Commander Kruger. Du kannst mich... Okay, du hast es geschafft. Ich bin sauer. Tschüss. Hey, Kribotta, wie geht's euch? Auch so einen scheiß Tag gehabt? Tschüss. Tschüss. Ich finde das so lächerlich, dass man überall vorbeirennen kann an denen, überhaupt nicht kämpfen muss. Das ist ein bisschen feige, was ich gerade mache, ich weiß, aber... Leute, ganz ehrlich. Warum sollte ich gegen die ganzen Leute kämpfen, wenn es mir effektiv nichts bringt? Die droppen nichts, gar nichts. Also, warum? Das macht überhaupt keinen Sinn, sich mit denen überall nach den einen rumzuprügeln. Oh nein! Oh nein! Nicht schon wieder so einer. Ob ich euch wie ich euch hasse. Dich und deine ganze Brut. Ich hasse euch einfach nur. Ihr sollt sterben gehen, und zwar endgültig. Oh! Orangene Idioten, ey. Auch was falsch verstanden bei der Programmierung. Ich könnte ja mal nach dem Herz suchen, wenn ich schon in den ganzen Dingern vorbeihüpfe. Haha. Da redet man von dem Herz und schon hat man eins bekommen. Das finde ich gut. Aha, der Endkampf für den Level? Abschnitt? Maybe? Fragezeichen, dickes Fragezeichen. Ja, jetzt springe ich schon rechtzeitig und trifft mich trotzdem. Das hast du auch nur geträumt, hä? Tschüss. Nein, es kommen noch ein paar schwarze. Es kommen schwarze Kribotter. Und zwar ganz viele von denen. Boah, ich habe so gar keine Angst vor euch. Vor dir auch nicht, Nervensäge.
Noch einer von denen. Noch einer von denen. Oh Mann. Geschafft. Commander Kruger, ich habe den Verdächtigen zu diesem Gebäude verfolgt, aber er ist darin verschwunden. Roter Ranger, durchsuchen Sie die Gegend. Wir müssen den Verdächtigen finden. Okay, Commander. Wie immer werde ich Sie nicht enttäuschen, oder zumindest nicht stark enttäuschen. Beim Orangen habe ich ja leider verkackt. Ja, bei dir. Genau bei dir. Lass mich bloß in Ruhe. Geh mir bloß aus der Tschüss. Ihr trefft mich sowieso nicht, ihr Loser. Tschüss. Au! Ich hab gesagt, ihr trefft mich nicht. Meine Güte. Ich hab keine Power mehr. Verdammte Kacke. Tschüss. Ist da ein Herz drin? Nee, nur Idiot. An der nächsten Kiste oder Fass stoppen wir und hoffen, dass da irgendwas rauskommt, was wir gebrauchen. Was denn? Nein! Penag! besiegt. Was? Das war so ein Tut mir leid, Commander. Aber er ist verschwunden. Ich habe versagt. Benark! Benark? Wer ist das? Lange nicht gesehen, Doggy. Ich habe 3 Planeten zerstört, um dich zu finden. Jetzt habe ich dich und du wirst durch meine Hand ein für alle Mal vernichtet werden. Ich werde nicht gegen dich kämpfen, Benark. Du hast keine Wahl. Ich habe deinen Partner Rick als Geisel. Im Original war es, glaube ich, Cat. Egal. Nun komm schon, Doggy. Wer ist diese Gestalt, Sir? Er ist derjenige, der mir meine Soldaten genommen hat. Und meine Familie. Er muss aufgehalten werden, Commander. Vollkommen richtig. Notfall für Space Patrol Delta. Krigo, die rechte Hand von Benark, läuft in der Stadt Amok. Machen Sie, was Sie am besten können, Rangers. Aber Sir, was ist mit Rick? Machen Sie sich keine Sorgen um Rick. Sie müssen Krigun aufhalten. Los, Rangers. Und noch einmal erleben wir den Megazord. In das Finale mit einem alles reingepackt. Alle Rangers, der Megazord. Und ein ganz besonderes Highlight. Das einzige im Spiel. Oh nein! Ich erinnere mich an den Roboter. Ja, genau. An den erinnere ich noch ganz genau. Ja, der hat nichts mehr zu tun, das abzuhauen und dann solche Schläge einsetzen. Der kommt immer wieder mit dem gleichen Schlag. Du kannst... So scheiße, wenn man nicht trifft, hä? Na komm. Ja, komm her. Oh, scheiße! Spezialmodus! Powerschwert! Pups und Pups! Ich krieg ihn nicht zu fassen! Das gibt's nicht! Jetzt mit dem Schwert kommt! Ja! Ja! Besiegt! Kanone abfeuern! Space Delta Megastrahler. Jetzt können wir hier die Ampel. Stehen bleiben, bereit machen, fahren. Und puff. Dafür könnte man ja wirklich als Ampel einsetzen. War, glaube ich, in der Serie auch einmal zu sehen. War leicht... ist leicht lächerlich, aber egal. Wobei die Idee an sich war nicht schlecht, nur... als Waffen... Kanone mit Ampel vorne dran. Naja... Benark, du lässt mir keine Wahl. Die Zeit für deine Anklage ist gekommen. Notfall für Space Patrol Delta. Space Patrol im Power-Einsatz.
Schattenranger. Schwarzer Ranger. Der heißt Schattenranger und nicht Schwarzer Ranger. Das ist also... Na, egal. Nun, da ist der Doggy Kruger, den ich kenne. Vielleicht kannst du deinen Partner retten. Wenn du meine 100 Crybot-Armee besiegen kannst. Aber das schaffst du nicht. Ja, und wir dürfen mit dem Schattenranger spielen. Benark, kannst du mich hören? Du kannst dem Gesetz nicht entkommen. Ich werde dich vernichten. Ja, wir spielen den genialen Schattenranger. Wir müssen 100 Kribotter vernichten, aber der Schattenranger ist so mächtig, dass ein Schlag ausreicht, um diese Idioten in die Hölle zu schicken. Geh fort! Und selbst die Blauen sind kein Problem für El Schattenranger. Zwei Schläge und sie sind erledigt. Zack! Du hast gegen mich keine Chance, du auch nicht, du auch nicht. Mit der Schattenranger, ich bin unbesiegbar. Fahr zur Hölle, jawoll. Klack. Ja, ihr seht schon, ich drehe so ein bisschen durch, wenn ich mit dem Spiel, aber das ist die einzig coole Stelle im Spiel. Dem Schattenranger durch die Gegend zu fuchteln mit seinem Schwert. Ja, du kannst mich auch nicht aufhalten, du. Tschüss, Loser. Den gibt es aber, glaube ich, mehrere, die hier auftauchen. So, hier und zack. Oh, das gibt's nicht. Entschuldigung. Das Dumme am Schattenranger ist nur, er kann, wenn er schlägt, müsst ihr aufpassen, weil er lässt sich im Schlag dann nicht mehr drehen. So wie die anderen Rangers. Die lassen sich im Schlag noch drehen, ihre Combo. Aber den leider nicht. Der ist dann leider sehr starr. Und darum treffen auch Laserschüsse immer wieder. Und Benark ist tatsächlich ein Gegner, der durchaus was drauf hat. Übrigens, die 100 Kribotter, die Anzeige kommt erst ganz zum Schluss. Im Moment denkt man noch so, ja, wie 100 Kribotter? Ich sehe keine 100 Anzeige irgendwo, oder überhaupt eine Anzeige, die läuft. Ja, die kommt, wie gesagt, erst zum Schluss dazu, weil ich mich erinnere. Du gehst mir auf den Sack, geh nach Hause. Oder sie kommt gar nicht. Doch, jetzt kommt sie, glaube ich. Ja, jetzt müsste kommen. Jetzt müsste kommen. Ja, jetzt ist genau. Jetzt kommen die 100, die man besiegen muss. Sieht man unten rechts diesen Encounter. Jetzt haut man einfach nur noch in Stücke. Ich habe übrigens versucht, die Originalszene aus der Serie zu finden und die dann einzufügen. Nachdem ich das im Spiel gemacht habe. Also die Originalszene sehen, wo er die 100 platt macht. Leider habe ich sie nicht gefunden in guter Qualität. Ich habe sie gefunden, aber eben nur in Scheißqualität. Was den Ton angeht, was Bild angeht, das ging sogar noch. Nur der Ton ist halt scheiße gewesen. Deswegen das jetzt nicht hier drin. Das heißt, das Finale von SPD kann man nicht so ein bisschen feiern, so wie Dino Thunder. Auf meinen Kanal gehen, Dino Thunder Finale gucken und ein ganzes Display angucken. Aber aufpassen, Folge 3 ist von mir schlecht geschnitten, weil da habe ich total verpeilt, dass ich ja nicht das Level 3 mal zeigen sollte in einem Part, sondern geschafft. Vorausschneiden sollte. Du bist der nächste Benark. Ja, und das kommt jetzt. Ich bin fast da, Rick. Halte durch. Das ist auch blöd gemacht, weil im Original war es nicht Rick, den er retten musste. Rick ist ja dieser kleine Roboterhund. Nein, es war Cat, die Wissenschaftlerin der Space Patrol Delta. Das durchaus hübsche Kätzchen. Und angedeuterweise die Freundin von Doggy, die war da hinten in dem Laster. Sieht auch, der Schattenranger hat richtig Power und kann dem hier wirklich richtig schön auf die Glocke geben. Also Benark ist jetzt hier kein Gegner, den man wirklich großartig fürchten müsste. Wenn man halbwegs sich auskennt mit den Power Rangers Spielen, weiß man, da gab es schon mal Gegner, die haben etwas mehr drauf. Nur leider trifft man ihn selbst halt kaum. Aber wir haben es geschafft. Er ist besiegt. Benark, du wirst der mutwilligen Zerstörung beschuldigt. Zeit für die Anklage. Na, Doggy. Wir werden uns wiedersehen eines Tages. Abwarten. Schattensäbel. Und hier. Ja!
erledigt. Wieso du? Okay. Schatten Ranger, Victory. Danke, Rangers. Rick ist zwar sicher, aber Groom ist noch da draußen. Unser Kampf hat gerade erst begonnen. Los, Power Rangers, Space... Los, Power Rangers, Space Patrol, Delta! Ihr habt den gehört, Team. Los geht's. Ja, Leute, mit diesem offenen Ende endet tatsächlich auch das ganze Spiel. Power Rangers, Space Patrol, Delta. Jetzt zu meinen Kritikpunkten zu dem Spiel. Es gibt nichts zu sammeln. Es gibt keinen Grund, gegen jeden Gegner zu kämpfen. Es gibt einfach keinen. Man kann an allen vorbeirennen, wenn es sein muss, und nur die Schlichtkämpfe machen. Der Rest wäre nur Zeitverschwendung, weil es nichts bringt. Dann, die Grafik ist an Dino Thunder angelehnt. Also ist eigentlich die gleiche Grafik, würde ich sagen. Aber der Punkt ist einfach, dass so viel rausgenommen wurde, was in Dino Thunder dabei war. Die Abwechslung, Missionsdesign. Dann haben wir diese richtig schlechten Delta Runner Level, die kein Mensch braucht. Also alles so Verschlimmbesserungen eigentlich. Du wolltest ein neues Element einbauen durch die Delta Runner, aber du hast es verkackt. Du hast es effektiv verkackt. Ich will nicht sagen, dass SPD ein schlechtes Spiel ist, nein. Aber es ist für mich nach Time Force, und das auch nur, weil Time Force ein wirklich absolut abgefucktes Ende hatte, das schwächste Power Ranger Spiel für die Handhelds. Die großen Konsolenversionen, die haben wir jetzt noch nicht gespielt. Also, okay, doch, Mighty Morphin und Mighty Morphin The Movie. Aber jetzt, Samurai kommt ja noch, da kann ich mir noch kein Urteil drüber bilden. Und wir haben Lightspeed Rescue fürs N64 nicht gezockt oder Time Force für die PlayStation 1. Ja, hier ist der Startscreen wieder, das ist mir scheißegal. Die werde ich aber auch nie zocken, weil Time Force haben wir für ein GBA Let's Play. Die PlayStation 1 Fassung ist nicht schlecht. Kann man durchaus spielen, aber ich weiß nicht, ob das einen von euch reizen würde. Und Lightspeed Rescue ist einfach nur grottenschlecht. Da kann man das Game Boy Color Spiel spielen. Werde ich vielleicht irgendwann mal machen, aber im Moment denke ich eher nicht. Ja, positive Aspekte von Space Patrol Delta. Das Schatten Ranger Level. Das war cool, das war schön. Genau an die Serie angelegt, bis auf die Tatsache, dass man nicht Cat retten musste, sondern eben nur Rick. Das war also leider nicht wirklich originalgetreu. Ja, mein Fazit gesamt zu Space Patrol Delta also kann nur lauten, es ist kein schlechtes Spiel, es macht nichts Grundlegendes falsch. Es ist nur einfach viel zu eintönig. Ich meine, einfach im Vergleich zum direkten Vorgänger Dino Thunder, was das in Abstand beste Power Ranger Spiel, eines der besten GBA-Spiele überhaupt ist. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, es ist eines der besten Action-Spiele überhaupt, weil es einfach extrem fordernd ist und Spaß macht. Ich hasse das. Also, Special Delta würde von mir eine Wertung, ja, von 100 Punkten würde ich sagen 76. Nicht mehr, nicht weniger. Ah, 75. Nochmal glatt 75. Also eine 7,5 von 10. Mehr nicht, weil, wie gesagt, nichts Grundlegendes falsch machen, aber eben diese ganzen Sachen, die so gut waren beim Vorgänger, nicht dabei sind. Jetzt wiederhole ich mich schon, deswegen sage ich, wenn euch das gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch, dann kommt die LBN, würde sich freuen, also sein Netzwerk. Ich würde mich freuen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Projekt und das nervt. Tschüss, bis zum nächsten Projekt, euer Schraubsel. Kommt auf meinen Kanal und guckt euch die anderen Power Rangers Spiele an, seid gespannt auf Samurai. Und guckt euch das Infovideo an, wann denn, was im März kommt, genau, so rum was. Bis dahin, Leute, euer Schraubsel sagt tschüss.